Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Greifenberg Live an diesem beschaulichen Abend im Gentleman's Club. Herzlich willkommen. Jawohl, ja, einfach mal ein bisschen was anderes machen. Mal ein bisschen andere Stimmung reinbringen in die ganze Geschichte hier. Man muss auch mal an so einem anderen Stream, ich kann die Musik auch noch ein bisschen leiser machen. Man muss auch mal ein anderes Format, muss man auch eine andere Musik haben. Das ist hier nicht Ramalama Ding Dong, das ist entspannt, Freunde der Sonne. Genau, ich würde sagen, wir begrüßen jetzt recht herzlich den Fabian und dann werde ich auf jeden Fall weniger auf den Chat eingehen können. Das geht auch ganz gut. Hallihallo. Hallo. Hallo, hallo. Ich habe vorhin mal geschaut, wir spielen jetzt seit Juni letzten Jahres zusammen. Krass. Ist krass, oder? Das ist wirklich krass. Es ist krass, ja. Ich muss erstmal mein Telefon runter. Erstmal randalieren. Ja. Da bin ich. Solange es nicht so geht wie mir letztens mit meinem Spezi. Ich habe einen kompletten Spezi verschüttet. Mitten während dem Stream. Oh nein. Auch noch, wahrscheinlich auch noch das gute Paulaner-Spezi. Ja, das gute Paulaner-Spezi. Gottes Willen. Furchtbar. Und so dumm. Weil ich habe rechts neben mir, kannst du dir vorstellen, steht so ein Ikea, so ein klassischer Ikea-Schrank mit diesen Vierecken drin, sage ich jetzt mal. Ja, also diese. Ja, du weißt schon. Genau. Ja. Und mein Streaming-PC ist ja so ein wunderschöner Würfel, der genau da reinpasst. Und er war noch ganz neu. Und das war der erste Tag. Und ich habe in dem Fach daneben den Spezi stehen und dachte mir, weil ich so blöd war, so mitten während des Streams, denke ich mir, wird er eigentlich warm? Und lang halt so hinten so kompliziert rum, ja, mit meinem Arm. Ah nee, schön kühl, super. Und dann passiert irgendwie Action im Spiel und ich ziehe halt meinen Arm relativ schnell zurück und verschütte halt den verdammten Spezi. Ich sterbe dann sogar. Ich bin dann sogar auch noch gestorben und habe dann wirklich, während meine Mates ums Überleben gekämpft haben, bin ich hier am Boden rumgekrochen und konnte erstmal den Spezi irgendwie mit der Wischrolle auflesen. Das war schon ein Klassiker. Das war unglaublich. Also Ich glaube, bei mir hat es vorhin auch während des Matches an der Tür geklingelt. Danke, Zecke. Ich höre das halt nie wegen meiner Kopfhörer, weil die halt das nicht durchlassen. Aber ich habe dann auch gesagt, das soll wann anders wiederkommen, wer auch immer es ist. Ja. Wenn die randalierenden Kinder sind, die können mir auch eine Nachricht schreiben. Ah, wobei, heute ist ist glaube ich mein neuer Laptop gekommen. Na, den hätte ich schon ganz gern, aber der liegt beim Nachbarn. Neuer Laptop, hast du dir einen gekauft oder wie? Oder gesponsert bekommen? Nee, habe ich von Nvidia gestellt bekommen. Und kann ich jetzt schon verraten, einer dieser Laptops, also entweder dieser oder den, den ich aktuell habe, der ist auch nur ein Dreivierteljahr alt, werde ich demnächst an meine Twitch-Abonnenten verlosen. Da mache ich mal so einen Stream nur für Abonnenten, das gibt's ja auch irgendwie. Ja, ja. Ich hab das Gefühl, dass bei mir sowieso immer nur Abonnenten zuschauen. Wie bei mir. Da mache ich dann einmal so einen nur für Abonnenten-Stream. Und da dann so eine Verlosung, weil ich es immer, das habe ich bislang auch immer so gemacht, auch mit den Key-Giveaways und so, was heißt immer so. Ich finde es mittlerweile netter, was an Leute zu geben, die man dann auch kennt. Dann ist es natürlich keine Verlosung mehr, aber wenn man sagt, irgendwie nur im Kreise der Abonnenten, dann ist das ja ein überschaubarer Bereich. Und ich mache dann noch ein Video dazu auf YouTube und sage, okay, das wirkt dann auch so blöd, ne? Wenn ich nur an meine Abonnenten muss ich jetzt 5 Euro ausgeben, um mitmachen zu können. Aber dann kündige ich das Rechtzeitige an, dass man dann eben sagen kann, okay, jetzt hole ich mir halt für den einen Monat ein Prime-Frei-Abo oder was auch immer. Ich finde, das ist auch komplett legitim. Ich finde, das ist auch was, wo man sich gar nicht schlecht fühlen muss, weil ich meine, es ist ja auch was von Wert, ja. Und du kannst halt so den Leuten, die dich halt supporten, auch was zurückgeben. Ich finde das komplett in Ordnung. Wir haben das sogar so, es gibt auch dieses Kanalpunktesystem. Also es gibt ja verschiedene Systeme. Es gibt ja das von Twitch, das neue, aber das ist irgendwie ziemlich komisch, weil da kann man keine vernünftigen Giveaways oder so machen. Aber es gibt ja auch diese anderen. Ich habe halt das von Streamlabs zum Beispiel oder diese Loyalty Points, da gibt es ja Millionen. Und da haben wir zum Beispiel auch, ich habe doch diese, eine meiner Stammzuschauer hat doch mal so eine Greifenberg-Action-Figur gemacht, diese Hand-Showdown-Figur. Ja, geil. Und der hat ja sogar noch eine zweite gemacht. Und ich habe dann gesagt, okay, also das ist Wahnsinn, aber ich werde eine davon an Weihnachten vergiveawayen und das habe ich auch gemacht. Und das habe ich dann so gemacht, dass sich die Leute Tickets kaufen konnten von ihren Loyalty Points. Und da mussten die, glaube ich, ich weiß nicht, so 3000 Points oder sowas, hat ein Ticket gekostet. Das heißt, du musstest schon mal mindestens, ich sage jetzt einfach mal übertrieben gesagt, 40 Stunden oder sagen wir mal 20 Stunden zugeschaut haben, dass du quasi überhaupt ein Ticket kaufen kannst. Und maximal dann 3 Tickets oder so haben wir gemacht. Also, dass jetzt auch nicht Leute, die halt immer da sind, jetzt einen zu krassen Vorteil haben, dass sie sich quasi wirklich mit 1000 Tickets erkaufen können. Und das war auch so eine Idee, das war eigentlich auch ganz nett, weil
Weil stell dir mal vor, da kommt jemand das erste Mal in den Chat und gewinnt diese Figur. Das ist ja, das würde ich nämlich auch vermeiden wollen. Denn das ist ja in dem Fall auch, das ist halt auch viel wert, ne? So ein Laptop. Total. Ja, vor allem, wenn es so vernünftig ist. Ich möchte halt auch, dass das an irgendwen geht, der das, dem ich dann auch damit wirklich was zurückgebe. So wie ich meine letzte Grafikkarte ja auch in meinem größten Twitch-Spender, dem Beats, übergeben habe. Und aber dann, da habe ich eben gesagt, das ist jetzt keine Verlosung, denn bei der Verlosung, du wirst es ja kennen, da musst du dich halt an so wahnsinnig viele Vorgaben eben auch halten. Mhm. Wenn ich aber sage, ich verschenke es einfach, da kann keiner was sagen. Geschenk ist Geschenk, ja. Das stimmt, ja. Nee, das ist gut, aber da muss man sich auch überhaupt nicht schlecht fühlen. Also das kannst du auf jeden Fall machen. Also das würde ich auch immer so machen. Das ist gut, dass du das sagst, denn ich habe dann auch überlegt, kann man das machen, ist das fair oder wirkt das so, als wollte ich unbedingt Abos jobbern? Ja. Aber ich glaube, in dem Fall, das braucht man ja auch für den Monat, dann lässt man es wieder auslaufen. Das ist so, als würdest du ein Rubbel los für 2,50 Euro. Das war bei mir damals ein bisschen blöd. Ich habe damals auch, als ich angefangen habe mit Streamen, habe ich ja immer quasi halt Mitspielabende gemacht. Und es war natürlich free for all, ist klar. Ich meine, es war ja auch niemand irgendwie Abonnent oder so. Oder halt ganz wenige. Und irgendwann waren halt schon relativ viele Leute auch immer so in der Warteschlange. Und dann habe ich halt irgendwann diesen Switch gefunden zu nur noch Abonnenten. Und das war halt am Anfang schon immer so ein bisschen blöd, wenn dann so einer Ausrufezeichen mitzocken oder so eingibt und so, warum komme ich nicht in die Warteschlange? Und dann so schreibt jemand aus dem Chat, ja, du musst abonnieren. Das war dann immer so ein bisschen, ich habe auch aber ein paar Mal dazu gesagt, dann, es ist halt ganz einfach so, die Leute, die halt hier jeden Monat 5 Euro investieren, die sollen ja auch irgendwas davon haben. Weil, das ist wichtig. Weil es ist ja, der Content an sich ist ja kostenlos, es ist ja keine Paywall davor. Du kannst ja Twitch einfach so konsumieren und die Leute, die halt den Kanal supporten wollen, die haben halt dann irgendwelche Vorteile. Und da gab es auch nie Gejammere. Es gab, und ganz ehrlich, das ist auch normal immer so, wenn so jemand wirklich da war, oh schade, dann hat er meistens von irgendjemandem was geschenkt bekommen, ein Abo. Also es war eigentlich bis jetzt immer so, dass dann irgendein großzügiges Greifenhörnchen gesagt hat, ah komm hier. Also abgesehen davon. Ja, aber da wird halt gerade auf YouTube wird da halt viel Schiss gemacht. Also von den einschlägigen Schmutz-YouTubern, die dann so Verlosungen machen und sagen, um mitzumachen, müsst ihr nur dieses Video liken und kommentieren und mich abonnieren. Die können ja gar nicht. Es gibt keine technische Möglichkeit zu sagen, alle, die mich abonniert haben und hier geliked haben und kommentiert haben, kommen jetzt in eine Lostrommel. Das geht einfach nicht. Mm. Das ist dann halt so ein klassisches Sprengkopf ist klar. Antreiben von Interaktionen. Danke für eure Follows, by the way. Den Algorithmus befeuert. Und das ist halt Schmutz. Und da gibt es halt so viele Kids, die das halt Vielen nicht Dank, Macabre, für deinen Support, Mann. Danke dir. Und dann like ich oder markiere 5 deiner Freunde auf Instagram und dann kommst du in den Scheiß kommst du. Das ist halt einfach nur so Clickbait, genau. Da gibt es ja ziemlich viel mittlerweile. Es ist ja, allgemein YouTube ist ja eh so ein krasses Ding mittlerweile. Ich habe heute, das ist ganz brandaktuell irgendwie, vor einer Stunde habe ich das gesehen, da gab es so einen YouTuber, der halt ein Coming-out hatte, zusammen mit einem anderen YouTuber. Das hatte halt für Schlagzeilen gesorgt. Und jetzt hat er halt original gesagt, es war nur gespielt, weil er brauchte Geld und er brauchte Abonnenten. Und der brauchte Klicks auf Videos. Und da frage ich mich halt wirklich, also erstens mal, das ist halt einfach so diese Glaubwürdigkeit, weißt du, das geht halt immer weiter runter. Weil die Leute halt einfach irgendwann sich wirklich denken, die YouTuber oder sowas, das ist, denen kannst du nicht mehr vertrauen. Abgesehen davon ist es auch ganz schlimm für Leute, die wirklich echtes Coming-out machen, ja. Und dann kommen irgendwelche Blödel-Heinis daher und machen sowas für Klicks, das ist traurig. Ja. Das ist wirklich schlimm. Also das ist, wo ich das gesehen habe, dachte ich mir auch schon wieder, ich glaube, ich spinne. Weil du gerade sagst, YouTube. Es gibt da einen sehr netten YouTube-Kanal, der heißt Offen und Ehrlich. Also offen un Apostroph, ehrlich, also ne, so ein Wortspiel, der ist von Funk. Beschäftigen sich immer mit so Trash-YouTubern. Und das sind sehr lustige Videos auch. Das ist ein Redakteurspärchen. Also nicht Pärchen, sondern ein Mann und eine Frau. Und die spielen sich da immer die Gags zu. Und wenn man sich das anschaut, dann merkst du erst, was für ein Rotz auf YouTube unterwegs ist. Das blende ich ja gerne aus, weil ich ja nie irgendwie in die Trends reingucke und auch so Twitter benutze ich nur sehr zurückhaltend. Hallo Chat, hallo Freunde Scheiß der Sonne. Da eigentlich nicht sehen will. Bonnie, Hasenpanier und alle anderen. Mit so viel Danke für eure Follows, by the way. Da auch unterwegs sein. Und wenn du dir das aber anguckst, dann merkst du erst, okay, diese gerade irgendwie die Kids
heute, was die sich für Scheiß anschauen. Ja, das ist Wahnsinn. Und was die dann für eine Medienkompetenz oder eben gerade auch nicht haben, ja, dass sie irgendwie denken, ja, der hat sich jetzt wirklich 24 Stunden irgendwo eingesperrt. Ja, ja. Scheiß hat er. Oder also, auch unangenehmes Thema. Unangenehmes Thema, diese YouTube-Dinger. Auch diese Leute, die dann irgendwie so, mich hat jemand eine unbekannte Nummer auf WhatsApp angeschrieben und ich soll heute Nacht um 12 in den Friedhof gehen und so, weißt du, und dann wirklich, und dann dieses Gespielte und dann schreit irgendeiner und dann denkst du dir echt, das ist so dieses, weiß ich nicht, wie heißt dieses Format irgendwie, Berlin so Tag diese, und Nacht oder so ähnlich, sowas, so, das geht in die Richtung, ja. Selber gemacht. Und dann glauben es halt auch viele einfach noch, ja, weil sie denken, das ist ja YouTube, ist ja nicht RTL, ja, dann wird das schon stimmen. Das ist schon krass. Ja, das ist ja auch, und das ist ja jetzt, also heutzutage kann einen das gar nicht mehr so richtig verwundern, weil ja die Übergänge da so fließend sind. Ne? Jeder hält eine Kamera, kann ständig sich filmen beim irgendwas machen. Da liegt dann für den ungebildeten Mensch, glaube ich, oft die Vermutung, nahe, dass wird schon so echt sein. Ja. Aber ich habe halt schon vor 15 Jahren war ich Gutachter bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien und da erzählte mir schon ein Kollege, dass damals schon die Fernsehzuschauer da nicht drauf klargekommen sind, zu unterscheiden, was ist im Fernsehen, bei der Lindenstraße und bei unser Lehrer Dr. Specht, was ist da echt und was nicht. Wirklich also jetzt? Der WDR kriegte damals, jedes Mal, wenn in der Lindenstraße jemand gestorben oder ausgezogen ist, das gibt's doch Bewerbungen nicht. Auf die Wohnung. Komm, gerne hier, da ist doch jetzt hier in der Lindenstraße 5 im dritten Stock, ist doch der Herr Beimer ausgezogen, keine Ahnung. Das kann ich die Wohnung haben, ist schön. Das gibt's nicht. Der erzählte dann auch eine Geschichte, der Kollege. Der war vorher beim Jugendamt in, glaube ich, Münster. Wahnsinn. Weiß nicht, ob es Münster war. Wir sagen mal, es war Münster und Münster. wie gesagt, ich weiß nicht, welche Stadt es war. Aber in seiner Stadt wurde unser Lehrer Dr. Specht gedreht. Okay. Und das war eigentlich in der, wer es nicht mehr kennt, ist ja auch schon eine Weile her, so eine Fernsehserie im ersten oder zweiten oder so mit dem Lehrer Dr. Specht und seiner Abi-Klasse oder so. Und dann war in einer Folge oder in der Serie fährt eben die Klasse von Dr. Specht nach Berlin auf Klassenfahrt. Dann trifft dann da einer. Und dann hat ein Zuschauer die Polizei in Münster angerufen und hat gesagt, hier, der Kevin aus der 10a das von Dr. Nicht. Specht sitzt gerade in Berlin und der kifft. Das gibt's nicht. Und das eben in einer Stadt, in der jeder wusste, dass in diesem Gymnasium, was natürlich auch anders heißt, dass da unser Lehrer Dr. Specht gedreht wird. Das ist Wahnsinn. So wie wenn du, keine Ahnung, irgendwo in München lebst und weißt, dass natürlich da irgendwo die und die Serie gedreht wird. So, und anstatt, dass die Polizei die Vorstellung gesagt hat, bist du bescheuert, das ist eine Fernsehserie, hat die Polizei dann beim Jugendamt angerufen. Oh Gott. Gesagt, die hätten die Anzeige bekommen, da sei was mit einer Schulklasse vom Dingsbums-Gymnasium sei da nicht in Ordnung. Die würden Drogen konsumieren auf der Klasse. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn, wirklich. Das ist wirklich, also so, und dann da kann man sich eigentlich nicht mehr wundern, also wenn die Leute selbst das bei der Fernsehserie, bei der offensichtlichen Fernsehserie nicht verstanden haben, dass es halt heute auch bildungsferne Menschen gibt, die dann, die da einfach alles glauben, was irgendwo läuft. Ja, das ist super scary. Ja, man könnte ja meinen, so das ist jetzt eher so, sage ich mal, die Omi, die vielleicht den Lehrer Specht anschaut. Aber das Ding ist ja bei YouTube, das sind ja eindeutig junge Menschen und die glauben ja auch jeden Scheiß. Ja. Also am Alter liegt es ja scheinbar schon mal nicht. Aber das flasht mich jetzt wirklich. Also mit sowas hätte ich nicht gerechnet, also ganz ehrlich. Also so bei diesen Gerichtsshows kann ich mich auch erinnern. Da hatten wir auch damals, ich hatte auch ein, zwei Freunde, die halt auch der Meinung waren, das ist halt alles echt. Und ich habe mich damals schon immer drüber aufgeregt, da war ich ja auch noch wirklich jung und alles. Aber es stand ja auch am Ende, glaube ich, immer dabei, so die wurden nachgespielt. Also teilweise waren es, ich glaube, auf dem ZDF gab es irgendwie so eine Gerichtssendung, die war so ein bisschen besser gemacht. Also da stand dann auch dabei, es wurde halt nachgestellt. Und ich glaube, das andere, was so lief teilweise, das waren ja
teilweise auch erfundene Fälle, also weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall war das halt auf jeden Fall nicht real. Aber da gab es halt auch viele, die gesagt haben so, oh nee, nee, das ist echt, das ist wirklich so und hast du gesehen, was da abging? Und ich kann mich auch erinnern, als es anfing, war das noch einigermaßen harmlos und irgendwann ist es total eskaliert. Ja, die Fälle wurden immer obskurer, auf einmal springt der Vater, der verschollene Vater durch die Fensterscheibe oder kurz bevor der Hammer fällt, reißt jemand die Tür auf, halt, ich habe noch einen Beweis, weißt du, was ich meine? So, ja, es wurde immer krasser. Ich bin der Vater. Und das ist das Ding und ich glaube bei YouTube und das wird überall so sein, das gibt halt immer so den Anfang, wo alles noch so normal ist, so harmlos, ja, auf YouTube auch, die Leute broadcasten sich oder auf Twitch, die Leute broadcasten sich, machen irgendwelche Sachen und irgendwann wird alles extremer und das war auch etwas, was mich heute aufgeregt hat oder auch beschäftigt hat, das ist auch ganz lustig, dass ich da jetzt einen Bogen spannen kann, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber ich muss es trotzdem schon sagen, GTA Roleplay, sagt dir ja was? Nur aus der Ferne. Ich sehe, dass Mafuyu, YouTuber und Streamer das immer macht und das wohl ein Riesending ist, aber ich habe keine Ahnung, was die da tun. Ja, das sind halt so RP-Server, also Roleplay-Server, da hast du halt auch ein bisschen mehr Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel Autos aufsperren, zusperren und so weiter und kannst halt mehr machen als im normalen Spiel und generell ist es so, du gehst auf so einen Server und spielst halt einen Charakter und du musst halt in dem Charakter auch sprechen und so und das ist ja auch alles ganz nett und alles ganz witzig und auch alles relativ harmlos so. Du kannst Polizist sein, du kannst... Voice-Chat, ja. Okay. Und wenn du zum Beispiel einen Unfall hast, dann rufst du halt wirklich in-game mit dem in-game-Handy irgendwie ein ADAC und dann kommt halt auch ein Mensch daher mit seinem ADAC-Auto. Also die Idee ist lustig, ja. Aber da gab es eben jetzt heute, ich habe heute einen Clip gesehen und normalerweise gehe ich da nicht so drauf, aber ich habe das heute gesehen, ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Eine Vergewaltigung, eine Roleplay-Vergewaltigung. Da dachte ich mir, ich sehe nicht richtig. Das war halt irgendwie so eine Gang und die haben dann gesagt, ja, ihr, du hast uns verraten und so, du hast ausgepackt. Und dann haben die den halt in diesem Spiel, da gibt es auch einen Clip davon, haben die den vergewaltigt, ja. Der Clip wurde zwar gelöscht auf Twitch oder so, aber jetzt, du kannst halt, es gibt ja so Re-Upload-Seiten, die das halt noch gespeichert haben und da habe ich mich heute auch schon auf Twitter drüber aufgeregt. Weil das ist halt auch so das Ding, weißt du, es fängt immer irgendwie an. Dann irgendwann gab es so die ersten Sex-RP, die waren auch schon cringy ohne Ende. Ist unangenehm, sowas anzuschauen. Das kann man sich nicht anschauen. Also dieses Gestöhne und dann die zwei Figuren, also das kann sich kein normaler Mensch geben. Oh Gott. Aber eine Vergewaltigung, weißt du, die haben dann diesen Typen da, zwei haben den festgehalten und dann der eine, also ich will das gar nicht, nee, also ich kann da gar nicht mehr drüber nachdenken. Das war abartig. Es gibt aber auch dafür dann noch keine Animationen. Das heißt, also der Typ, der hinter ihm stand, der hat schon so eine Art Animation gehabt, aber der Typ stand halt einfach nur da. Aber allein die Geräusche, ich meine, der hat ja auch mitgemacht dann, ja, und auch was der Typ von sich gegeben hat, das will ich jetzt gar nicht mehr von mir geben, da kriege ich gleich einen Twitch-Bann. Also es war halt einfach, und du merkst auch, weißt du auch, wie der Typ da auch ausgerastet ist und so, also das war halt auch wirklich, also es ist einfach furchtbar unangenehm, das sich anzuschauen. Also das ist krank. Apropos furchtbar unangenehm sich anzuschauen und krank, ich muss an dieser Stelle gestehen, dass ich tatsächlich auch bei so Gerichtsshows mal mitgemacht habe. Ich weiß. Da wollte ich jetzt hin. Da wollte er hin. Denn da gab es dann tatsächlich mal nach einer Geschichte genauso eine völlig bizarre Geschichte, strafrechtliche Geschichte, wo irgendwer eine Kontaktlinse anhatte, wo eine Telefonnummer eingraviert war und irgendwelche Vergiftungen und bla. Das war totaler Mumpitz. Das wurde aber vor Publikum aufgezeichnet und das Publikum macht halt wirklich nichts anderes. Die kriegen auch kein Geld, sitzen da den ganzen Tag, während da 5, 6, 8 Folgen runterproduziert werden und gucken sich das halt so an, wie als wären sie Publikum im Gerichtssaal. Mhm. Und da kam nach meinem Fall eine alte Dame auf mich zu und meinte, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden. Warum hatten Sie denn jetzt diese Kontaktlinse? Wie haben Sie die Nummer da so klein reingekriegt? Gute Frau, das ist hier alles nicht echt. Ich komme jetzt auch nicht ins Gefängnis. Oh Gott. Aber das war sehr, sehr, sehr gruselig. Ja, ich habe, das war eine Folge Lenzen und Partner und eine Folge K11. Und ich habe die Sache wohl halbwegs gut gemacht, dass die mich danach auch 2 Jahre lang richtig im 3-Monats-Takt angerufen haben. Sie hätten wieder was für mich gesagt, nee, danke, ich habe jetzt diese Erfahrung gemacht, das war lustig, aber auch cringy. Mhm. Und dann haben sie gesagt, komm, kriegst noch mehr Geld. Also, aber ich habe es dann doch gelassen. Ich wollte diese Erfahrung mal machen, aber es hat dann auch gereicht.
Aber es war ja bestimmt eine interessante Erfahrung, oder? Super interessant. Zumal ja sowohl der Lenzen als auch der Richter Holt und die Richterin Salisch sind ja echte Juristen. Das sind echte. Stimmt, das habe ich schon mal gehört, ja. Echte Richter. Stimmt, ja. Der Lenzen ist ein echter Anwalt. Und du bist ein echter Verurteilter. Ja, das war ganz lustig. In diesem einen Ding, wo ich dann der Böse war und dann auch nachher verurteilt worden bin, da haben sich dann nachher Richter, Staatsanwalt und Anwalt in der Drehpause drüber unterhalten, was kriegt der denn jetzt, der Typ? Mhm. Weil wohl halt irgendwelche Redakteure haben halt diese Storys geschrieben, aber wie dann nachher das Urteil oder welches Urteil dann fällt, das haben dann die Juristen wirklich unter sich ausgemacht. Und ich hatte ja auch mal Jura studiert und da haben wir da wirklich so fachgesimpelt. So, ja, der hat doch, das hat er doch, nee, das hat er nicht gewusst und das hat er auch nicht gewollt. Ach so, ja, nee, gut, dann kriegt er 5 Jahre. Ja, Moment mal, sagte ich dann. Aber ich habe da immer ein Hier. Und ja, bei mir ist ja wohl auch nicht alles klar im Kopf. Ja, das stimmt auch wieder. Das war wirklich ganz lustig. Na, das ist cool. Ja, du hast ja, ich glaube, deine ganze Familie ist ja irgendwie in der Juristen oder wie, oder zumindest teilweise, genau. Oder? Genau, mein Vater und mein großer Bruder und meine große Schwester. Puh. Gegen dich will ich keinen Rechtsstreit führen. Es ist in der Tat so, und das ist auch so ein bisschen der Ruf meiner Familie, ja, mit denen legt man sich nicht an, denn der hat einen Vater, der ist pensionierter Jurist, der hat richtig Spaß dran, einfach Briefe zu schreiben und Sachen einzuklagen. Aber nicht auf so eine querulantische Art, sondern auf so eine ganz entspannte Art. Also ich habe dadurch auch sehr früh gelernt, wunderschönen guten keine Abend, Angst alle vor der Polizei oder vor Anwälten oder sowas zu haben. Und das hat mir, ja, also ich verstehe das immer, wenn andere Leute irgendwie in Panik ausbrechen, weil sie irgendwie Brief von einem Anwalt bekommen und so, und gleich, okay, ich muss irgendwas zahlen, ja, jetzt mache ich schnell, damit es aufhört. Und das war sehr angenehm, so zu merken, ja. Das sind Freunde und keine Feinde, oder? Ja, beziehungsweise es sind nicht zwangsläufig Autoritäten, die dir sagen, mach das und das. Lass es erstmal sein. Mein Vater hat auch immer gesagt, du sprichst einfach nie mit der Polizei. Wenn irgendwas ist und gerätst in eine Klopperei oder so und die kommen an, sagst du erstmal gar nichts. Sagst erst was, wenn ich dabei bin. Ich habe dir jetzt auch so in meinem Leben da so ein paar Berührungen mit der Polizei gehabt, also eher auf Opferseite oder auf der Freundin ist mal was passiert. Also habe auch gemerkt, ey, die Polizei, das sind jetzt auch nicht alle die reinsten Seelen. Und das war, wie gesagt, ganz für mich ganz hilfreich, so in so einem Juristenhaushalt aufzuwachsen. Und auch diese, ich habe ja dann auch lange Jura studiert, diese juristische Denkweise, wo man sowas auf konkrete Probleme runterbricht und mal so Emotionen außen vor lässt, das finde ich so fürs Leben auch ganz hilfreich. Also ich habe Ex-Freundinnen, die sehen das anders. Die sagten, mit mir könnte man gar nicht streiten, weil ich dabei gar nicht emotional wäre und würde gar nicht schreien, sondern immer so auf so rationale Punkte alles runterbrechen würde. 2 Tage später würde man dann auch verstehen, dass das alles richtig sei, aber in dem Moment wird es einen rasend machen. Ja gut, es ist viele fassen das als passive Aggressivität auf, weißt du, ich meine so? Die denken dann, du bist jetzt passiv aggressiv, ja, indem du halt zurückbleibst. Das verpacken viele nicht. Vor allem narzisstisch veranlagte Menschen können damit überhaupt nicht umgehen, habe ich festgestellt. Das ist richtig. Ich bin das nämlich auch so einer. Ich bin auch so, also ich bin, ja gut, ich bin vielleicht schon, ich kann schon noch aufbrausend werden, aber normalerweise bin ich auch einer, also Konflikte oder sowas, da bleibe ich jetzt, also man muss halt, finde ich, versuchen, objektiv irgendwie das Ganze erstmal zu betrachten. Ich versuche mich auch immer in anderen halt ins Gegenüber halt erstmal hineinzuversetzen und so weiter, und da kommt man automatisch, bringt man da so eine gewisse ruhigere Streitatmosphäre rein. Ja. Also natürlich kann es mal... Was für ein Bild eingeblendet. ja. Adam Vogt, 2 Jahre. Ich war wirklich 32 damals. Das ist schon wieder...
Wurde mir gerade zugeschickt, also nebenbei. 12, 13 Jahre her. Ja, ich sehe schon, da warst du doch verheiratet und Heizungsbauer. Ja? Das war noch eine andere Zeit. Ja, genau. Das war ja, und dann habe ich mit dem Computerspielen angefangen. Nee, sehr herrlich, sehr herrlich. Hast du das andere Bild gesehen, was ich auf Twitter auch? Nee. Ach, das ist noch besser. Das muss ich dir nochmal ganz kurz einblenden. Warte mal. Das ist noch besser. Das hat die Koma heute gebastelt, meine Frau. Das wird dir noch besser gefallen. So, es wird einen kleinen Delay geben, wahrscheinlich, bis du es siehst. Bisschen Angst. Oh! Ja, schau dir das mal an. Vor allem mit dem Bayou im Hintergrund. Das ist aber richtig gut. Es hat die in 5 Minuten gemacht. Ich sag's dir, die Frau hat so viel Potenzial, das ist unnormal. Sehr unnormal. Gut. Schön auch, dass der Showmaster, wer ist es? Jimmy Kimmel? Oder von Jimmy Bortus, Fallon oder sowas irgendwie. Ja, und Jimmy Fallon, ja. Dass der auch in Schwarz-Weiß ist, weil du. Genau, auch genau, ja, ja. Ja, die gut. Denkt einfach an alles. In dem Anzug sehe ich mich auch. Das sieht gut aus. In dem Anzug, ich trage ab morgen nur noch Anzug, wenn ich mich da so sehe. Ja. Ich komme. Aber ich kenne nämlich das Foto, sogar mein Gesicht, extra noch ein Foto gesucht, was passt und dann gespiegelt, damit es auf diese Haltung ist. Sehr gut. Sehr gut. Aber das habe ich vorhin auch schon gesagt, bevor du da warst. Der Anzug und so, also das passt halt wirklich zu dir. Also es sieht halt wirklich so aus, als wäre dieses Foto von dir. Ich meine, klar, wenn man es jetzt genau anschaut. Im ersten Moment hätte es mich nicht gewundert. Mhm. Denn, und da sind wir immer noch beim Schauspiel. Ich habe ja dann letztes Jahr tatsächlich mal sowas wie Schauspiel gemacht für das kleine Fernsehspiel, wo ich so eine Miniserie geschrieben und dann auch mitgespielt habe. Und da hatte ich nämlich in der Rolle dieses Verfassungsschützers hatte ich auch so einen grauen Anzug an. Den habe ich auch immer noch, der gefällt mir auch immer noch. Das heißt, im ersten Moment dachte ich wirklich, ach, welche Situation war das? Welche Situation war das? Und das Studio auch nicht. Ja, vor allem hinten mit dem Bayou. Ja, ja, aber das ist schon cool, ja, das hat mir jetzt gefallen. Ja. Das war, naja, Wahnsinn, ja. Ja, da zaubert sich schon mal was aus dem Hut raus, ja. Wahnsinn, ja. Nee, aber wie gesagt, das war ja tatsächlich auch sowas, was mich auch interessiert hat. Diese ganze Richter Alexander Holt Geschichte. Da wollte ich dich ja auch schon mal fragen, ja, wie das da war. Aber wie bist du da dazu gekommen? Ist das irgendwie, war das, du hast ja gesagt, du wolltest die Erfahrung machen, aber wie bist du da hingekommen oder hast du es gelesen? War das eine Anzeige? Oder? Nee, ich bin in München, wo ich ja damals bei der GameStar noch war, bin ich einfach. Danke übrigens für die ganzen Subs. Ich gehe da nachher drauf ein. Vielen Dank, Freunde der Sonne. Ich habe mich eine junge Dame an, wie mir das damals oft passiert ist. Na klar, ständig. Ja. Heute immer noch. Heute immer noch, hört man. Ständig. Diese Frage finde ich bis heute so lustig, fragte mich, sind Sie Berufswaffenträger? Was ist das denn für eine Frage? Ja. Hä? Was? Okay, ich habe schon manchmal von Damen angesprochen worden, aber noch nie so. Guter Einstieg. Sind Sie Polizist oder Soldat oder irgendwie sowas? Sie wirken so. Okay. Nee, bin ich nicht. Ich war mal Soldat, aber nee. Ja, weil folgendes, sie wäre Casterin für mehrere Fernsehshows und sie würden immer wieder mal Figuren besetzen, die jetzt zu mir passen würden. Und als Berufswaffenträger, also als echter Soldat, echter Polizist, würde man mehr Geld bekommen. Ich weiß nicht warum, weil man dann. Okay. Das wenn man es vielleicht besser rüberbringt oder so, ja. Ja, vielleicht ist es das. Keine Ahnung, aber das sagte die. Ja, die fand dich halt einfach nur attraktiv, die wollte dich einfach haben. Und man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat die mich dann zu einem Casting eingeladen, wenn ich so drüber nachdenke. Komm hier auf meine Couch. Da läuft jetzt die Kamera, wir machen jetzt einen Casting. Ich glaube, als Mann findet man es nicht so schlimm, aber als Frau, glaube ich, überlegt man sich sowas dreimal. Mit Sicherheit. Und dann haben die mich, das war dann eben eine relativ große Castingfirma, Konstantin heißen die, glaube ich. Also die haben auch eine angeschlossene Produktionsfirma tatsächlich. Also die haben dann selber gecastet. Und dann bin ich dann irgendwie die Woche drauf hin und sollte dann, glaube ich, 3 oder 4 Emotionen vorspielen. Irgendwie Freude und Trauer und Wut. Ja, mach irgendwas, aber sei dabei fröhlich. Oder mach irgendwas und sei dabei wütend. Ich habe die dann alle angeschrien und so. Also das war ganz witzig. Und daraufhin landete ich in so einer Kartei für so Scheiß. Okay. Und dann habe ich, ich glaube, angefangen mal mit. Und habe dann noch, das war in dem Moment immer noch so ein Spaß. Aber wir haben ja damals bei der GameStar, haben wir ja die Redaktion gedreht. Das war so eine Comedy-Gaming-Comedy-Serie, wo wir uns mit
ganz, ganz räudig mit Greenscreen in so Computerspiele rein produziert haben, mit ganz schlechten Kostümen oder auch irgendwelche Computerspiele nur so als Aufhänger für irgendwas in der GameStar-Redaktion genommen haben. Und das war eben auch schon so richtig räudiges Laienschauspiel. Mhm. Und ja, es hat schon auch irgendwie Spaß gemacht. Mhm. Und deshalb dachte ich, das zog sogar noch größere Kreise. Und zwar wir hatten dann einmal im Jahr mit der GameStar immer die GameStars, das war so eine Award-Preis. Ah, ja, ja, das erinnert mich sogar noch. Genau, und die GameStars. Findet jetzt auch, ich habe es jetzt gerade wieder gesehen, die findet jetzt auch die Tage wohl wieder statt. Ach, das gibt's noch, auf Twitter gesehen, ja, aber ist jetzt nicht mehr mit einer Show verbunden. Das war damals, als ich bei der GameStar noch war, haben wir da immer so eine Gala zugemacht. Die habe ich dann auch regelmäßig moderiert. Mhm. Und auf einer dieser Galas wurde dann eben auch die Redaktion gezeigt, so zwischendrin als Lückenfüller. Das war die Redaktion GTA. Mhm. Das sind wir auch wieder bei GTA-Rollenspiel. die war tatsächlich technisch war die sehr aufwendig. Ich habe da ganz viele Szenen in diesem GTA, was war es noch? GTA 3, glaube ich, oder 4, ich weiß nicht. In diesem Kinomaker des Spiels aufgenommen. Also es war, sah alles ganz nett aus. Und da saß da der Tommy Krabbeis im Publikum. Tommy Krabbeis, den kennt man vielleicht noch von ganz früher, von RTL Samstagnacht. Da hat er so Sketche gemacht mit dem Nasenmann, wie hieß er noch, weiß ich nicht mehr. Er war so, far out hieß das immer. Extrem Bügling und extrem irgendwas. Ja, ja. Das war alles totaler Quatsch. Und der hat dann irgendwann später, hat er Bernd das Brot erfunden. Und auf jeden Fall ein sehr lustiger, umtriebiger Mensch, begnadeter Musiker. Auf jeden Fall kam der nach dieser Show an und meinte, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Du hast so komödiantisches Talent und gutes Timing und so. Lass uns mal irgendwas drehen. So, und dann hatte der das, es war nicht Ingolf Lück, ich komm nicht auf. Hasenmann, ich weiß auch nicht, wer das sein soll. Nee, mir wurde lange nachgesagt, der sähe aus, der sähe mir, Mirko Nonchev, der sähe mir ähnlich. So. Und da gibt's ja öfter, mit dem ähnlich. Mike Krüger, ich hau dich gleich. auf jeden Fall, Mike Krüger. Das ist dann so, dann einher in diese Geschichte, wo die mich auch ansprach und meinte, ja, willst du nicht mal im Fernsehen mitspielen? Und ich dachte, ja, wenn das jetzt schon zwei Leute gesagt haben, vielleicht probiere ich das mal. Bin dann eben zu dem Casting gegangen und dann habe ich einmal irgendwie K11 gemacht und einmal Richter Holt oder zuerst Richter Holt und dann K11. Und diese K11-Nummer, das war irgendwelche Pseudo-Straftaten, Gängeleien in unserer Werbeagentur. Mhm. Ich war dieser Agenturchef, der irgendwie seine Sekretärin anmacht oder so. Also es war in dem Fall kein großes Drama und kein Mord und keiner, der durchs Fenster reingesprungen kommt. Aber ich hatte dann wohl so eine Art, das so strombergesk zu spielen, dass irgendwann der Regisseur ankam und meinte, also was wir hier gerade drehen, ist irgendwie so unterschwellig witzig. Und das liegt an dir. Und ich weiß gerade nicht, ob das so gut ist. Es ist eigentlich, für diese Folge ist es eigentlich nicht so gut, aber ich finde es gerade total lustig. Und lass uns das ruhig so weitermachen. Mhm. Und dann kam tatsächlich, nachdem wir das abgedreht hatten, kam dann auch nochmal der Kameramann an, weil du musst eigentlich Comedy machen. Wenn du so reinkommst, denkt man immer, jetzt irgendwie wird es recht lustig. Und dann kam wiederum der Tommy Krabbeis und meinte so, er hätte jetzt was für mich, er würde gerne mit mir für ProSieben damals, für Broken Comedy, das war so eine Comedy-Show, die gar nicht so lang lief, da hätte er jetzt ein paar Drehbücher geschrieben und sie würden ein paar Sketche filmen und da möchte ich doch bitte mitspielen. Das habe ich dann auch gemacht, unter anderem mit der Caroline Kebekus, die ja heute ein großer Star ist und wahnsinnig lustig. Mhm. Und dann war ich da irgendwie so, und ab dem Punkt merkte ich dann auch, jetzt warst du schon im Fernsehen und jetzt hast du schon mit einer sehr lustigen Frau ziemlich okay Sketche gedreht, jetzt machst du nicht nochmal, jetzt gehst du nicht nochmal zu K11 und sowas. Und dann habe ich das dann wieder gelassen. Mhm. Ja gut, ich glaube auch, dass solche Formate sind halt auch, ja, wie du schon sagst, sind halt, ja, also wenn man was anderes machen kann, dann ist es auf jeden Fall besser, sagen wir es mal so. Also, und ich fand es halt auch wirklich,
interessant, halt mal so verschiedene Sachen auch auszuprobieren. Ich meine, das habe ich ja jetzt im Laufe meines Lebens schon gemacht. Ich musste heute noch mal für eine Veranstaltung, die ist jetzt irgendwann Ende Februar in Hamburg. Da spreche ich mit einem, bin ich mit einem von Studio 71 auf der Bühne bei irgendeiner Influencer-Marketing-Show. Und da sprechen wir darüber, wie dieses letztes Jahr, diese Ghost Recon-Show, dieses Video, wie das so lief. Mhm. Und für die sollte ich so kurz zusammenfassen, was ich für einen Hintergrund habe, so in 2-3 Sätzen, mein Werdegang. Oh, das wird... Ich hab schon ganz schön viel gemacht. Das wird viel, ja, eben. Ja, und es ist auch gar nicht so einfach, das so chronologisch herzuleiten. Also ich kann da, also chronologisch, es gibt ja einen Wikipedia-Eintrag über dich, also von dem her zur Not spickst du da. Ja, genau. Also das ist ja von Vorteil, ja. Ne, ich habe mir auch gedacht, ich schaue da mal rein, falls ich irgendwelche Fragen habe, aber das ist ja eh alles, das ist ja, da steht ja dein ganzes Leben drin. Also wenn man danach geht, dann wird es ja langweilig. Ich hab mir dann einfach gedacht, gut, da brauchst du da auch nicht reinschauen. Aber so ein paar Sachen wusste ich zum Beispiel nicht. Zum Beispiel, hast es vorhin kurz angesprochen schon, du warst ja mal bei der Bundesprüfstelle und hast ja da, so stand es zumindest bei Wikipedia, du hast ein Praktikum da gemacht, oder? Genau, das hat als Praktikum angefangen. Mhm. Denn als Jurastudent musst du eben ein 6-wöchiges Verwaltungspraktikum, so heißt es. Ach, da hing das zusammen mit dem Studium, okay? Genau, in irgendeiner Behörde. Und so am naheliegendsten ist dann halt, du gehst zum Einwohnermeldeamt oder gehst zur Staatsanwaltschaft oder so. Mhm. Und ich wusste aber, dass die BPJM oder damals auch BPJS, das sind ja die ganzen Computerspiele auf den Index schicken. Mhm. Das sind die ganzen Ärzteplatten auf den Index schicken. Das schaue ich mir gerne mal an, würde mich mal interessieren. Und habe denen gleich gesagt, hier, ich kenne mich mit Computerspielen aus, also wenn ihr da was habt für Computerspiele, da würde ich euch wohl unter die Arme greifen. Und da haben die in die Hände geklatscht und gesagt, endlich mal einer, der sich mit dem Scheiß auskennt. Ich habe jetzt neulich nochmal so eine uralte Dokumentation über die Bundesprüfstelle gesehen, also irgendwo aus den 80ern. Es waren dann tatsächlich auch meine ganzen späteren Kolleginnen und Kollegen, die haben also wirklich ihr ganzes Leben da verbracht. ist ja um irgendein Billo-Spiel auf dem C64 oder ein Amiga oder so. Und die vorrangig Damen tatsächlich der Bundesprüfstelle hatten Probleme, das Spiel durchzuspielen, weil es zu schwer war. Und sie kamen nicht weiter. Und wir können es nicht bewerten, wenn wir nicht alles gesehen haben. Du weißt ja nicht, es könnte ja total harmlos sein. Ja. Im letzten Level marschiert dann plötzlich Hitler auf. deswegen musste es durchgespielt werden. Das gab es ja sogar irgendwo. Die konnten es nicht. Ja, ich glaube, Doom hatte sogar. Stimmt, da gab es ein Bonus-Level oder so, ne? So ein Bonus-Level in Hakenkreuzform. Ja. Haben die dann wirklich da den 16- oder 18-jährigen Neffen von einer der Mitarbeiterinnen hingemacht. Und dann saß du halt diesen Jungen vor dem Computer sitzen und die ganzen Beamten standen so dahinter. So, das erinnert mich immer meine Eltern, da musste ich auch immer, kannst du mal kurz den Endgegner besiegen? Mein Dad ist immer so einer. Ach so, naja. Ja gut, meine Eltern konnten mit Computerspielen nie was anfangen. Aber ich weiß noch, wie ich dann eben mit dem Arbeitsvertrag oder dem freien Mitarbeitervertrag der Bundesprüfstelle nach Hause gekommen bin. Mhm. Denn nach diesem 6 Wochen Praktikum haben die gesagt, oh, machen Sie das bitte doch auch in Zukunft noch, dann als Gutachter. Es wurde richtig gut bezahlt. Ich glaube, 45 Euro die Stunde. Okay. Fürs Computerspiel. Das ist ja, naja. Kann man drüber nachdenken. Vor allem fest, ne? Jeden Monat. Eben. Also. Wenn du sagst, es ist ein super schweres Spiel, ich musste 100 Stunden spielen, tschatsching. Ja. Naja. mit Homeoffice, oder? Genau, ich kannst musste durchspielen. Ich hätte im letzten Level hätte Hitler kommen können. Eben, im Abspann. Ja. Aber gut, du musst da vielleicht auch Spiele spielen, auf die du keinen Bock hast. Das kann halt auch passieren. Ja, das war auch, da war richtiger Kotz auch dabei. Also so wie wenn du Praktikant bei der GameStar bist, wenn man da einfach gesagt, Scheiße fällt nach unten. Also wenn da halt irgendein Kackspiel kommt, dann muss das immer der Trainee oder Praktikant machen. Das sind dann immer die ohne Bild. Immer ja, die ohne genau. Foto. Das hat mich auch so geärgert. Ohne Foto. Bei Hand hat mich das auch so geärgert, ja.
Wieso bei Hand? Bei der, also jetzt nicht bei PC, da war es ja okay. Aber der, also Hand Showdown hat bei der, in der Maniac. Maniac mochte ich früher eigentlich immer gern, habe ich bis heute noch abonniert, ist eine der wenigen Zeitungen, die ich noch habe. Also die gab es ja eine Zeit lang nicht mehr und dann gab es es wieder. Und das ist eine reine Konsolenzeitschrift, aber ich habe ja noch nebenbei Konsolen, ich spiele sie zwar eigentlich fast gar nie mehr, aber habe das halt immer noch so als Klolektüre. Und da gibt's, da war halt auch Hand Showdown einmal drin und das war halt also eine halbe Seite vielleicht. Und eine halbe Seite für den Xbox, das war halt diese Early Access Geschichte, aber trotzdem so eine Bewertung, eine halbe Seite, da weißt du vorher schon, ja, wird nicht so toll sein, hat glaube ich 74% oder so bekommen, also unknown Redakteur, also kein Bild und ach schrecklich, dachte ich mir auch, das hat das Spiel nicht verdient, aber das ist mir schon öfter bei denen so gegangen und ich glaube, ich werde die auch deswegen jetzt mal löschen, ich habe da keine Lust mehr drauf, die machen das öfter, die hypen halt nur noch wirklich so diese AAA-Titel, die mir keiner mehr sehen kann, so FIFA kriegt jedes Jahr 20 Seiten gefühlt, ja, und irgendwelche interessanten Titel kriegen eine halbe Seite dann so aufgebrummt, das regt mich richtig auf, also keine Ahnung, was da los ist. Ja, da gibt es ja auch, also man kann da manchmal auch ein bisschen vermuten, wenn da ein Artikel drin ist, wo kein Name drunter steht, dass dann auch irgendwer gesagt hat, nee, da schreibe ich meinen Namen nicht drunter, weil ich habe das Spiel nicht spielen können, ich hatte keine Zeit, aber wir mussten irgendwas schreiben, also habe ich mir das irgendwo zusammengeklaubt, ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt, deshalb mache ich meinen Namen lieber nicht drunter. Da gab es vor einer Weile auch so einen Fall von einem amerikanischen Chef von einem Entwicklerstudio, der also da sehr aus dem Nähkästchen geplaudert hat und gesagt hat, ich weiß, dass ganz als Fakt, dass mein Spiel teilweise schlechte Bewertungen bekommen hat oder schlechtere Bewertungen bekommen hat, als es hätte haben können, weil der Redakteur oder der Tester auch in diesem Spiel Spielelemente beschrieb, die es nicht gibt. Das heißt, der hat das nicht gespielt, der hat sich das ausgedacht. Oh Gott. Hat sich das so zusammenformuliert, was er irgendwo in Previews oder in Videos gesehen hat. Das gibt es da gar nicht. Und trotzdem schreibt er nachher eine Wertung drunter und das kann ja so nicht sein. Ja, das ist heftig, ja. Tatsächlich, das Journalistenleben oder im Gaming gerade, in den ganzen Spielemagazinen, das ist schon ein hartes Brot geworden mittlerweile. Es sind ja nicht umsonst so viele Spielemagazine in den letzten Jahren gestorben. Die es noch gibt, die haben es halt geschafft, online sich stark aufzubauen. Und GameStar hat mittlerweile über 1 Million YouTube-Abonnenten. Ja, das ist so. Ja, damit kannst du immer noch keine 7, 8 Redakteure bezahlen. Die sind wenigstens mal da und alle, die vorher gestorben sind, die haben halt den Wechsel nicht hingekriegt. Ja, und viele haben ja dann auch mittlerweile auch so diese Paywall-Geschichten, also so extra Artikel, wenn man halt Abonnent ist zum Beispiel, dann kann man auf der Homepage noch irgendwelche Artikel dann lesen oder so. Ist ja mittlerweile auch recht viel so Geschichten, ja. Aber ich denke, das müssen die auch machen, weil ich meine, nur Zeitschriften, das ist halt noch so, bei mir ist das da auch mehr so Angewohnheit halt noch, so für zu Hause, weißt du, so. Aber so wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, also um die Tests geht es mir eigentlich gar nicht, weil die habe ich meistens vorher schon gelesen. Das ist ja auch das Problem mit dem Intervall. Wenn heute ein Spiel rauskommt, das kommt ja jede Woche irgendwas raus, du müsstest ja dann wöchentlich das Magazin rausbringen, das geht ja gar nicht. Ja. Ja, aber das ist gerade in Deutschland, glaube ich, auch, gerade in Deutschland und gerade online ist halt der Zahlungswille und die Bereitschaft, wirklich auch was zu geben, ist halt super niedrig. Also wenn du auf YouTube sagst, und abonniert mich bitte, dann ein bisschen sagen wir, das Abo kostet dich doch nichts. Es kostet dich nichts. Ja, also bei YouTube, klar. Und das finde ich immer sehr schade. Und das konnte ich dann aber auch gut verstehen. Also wenn ich Artikel oder Videos für Umme online bekomme, warum dann 5-6 Euro für so ein Magazin ausgeben? Gerade wenn ich Schüler, Student bin und das Geld nicht so dicke habe. Das macht schon Sinn, ja. Das ist genauso wie bei diesen ganzen Free-to-Play-Geschichten halt mittlerweile. Das hatten wir auch schon mal das Thema. Das ist halt auch krass, weil auch neue Leute, sag ich mal, Influencer oder wie auch immer, die machen ja teilweise auch recht gute Reviews mittlerweile. Die Technik ist ja auch da. Du kannst ja heute auch super
einen super Review zusammenschneiden. Es kann ja jeder, es kann ja quasi jeder alles machen. Und früher brauchtest du ja die Technik, du brauchtest das Equipment. Als ihr damals das mit dem Greenscreen gemacht habt, das war wahrscheinlich noch eine fette Aktion. Und heute kann jeder Plepp, so wie ich, der kann sich im Internet, das funktioniert alles, ja. Sogar mit relativ wenig Geld kann man sich was hinstellen, ja. Es muss ja nicht unbedingt ein Greenscreen sein, aber allgemein, die Technik ist ja immer viel billiger geworden, also. Ja, und damit hat sich das eben auch so krass gewandelt. Also als ich bei der GameStar angefangen habe, war das ja noch eine Zeit, da waren ja die Spieleredaktionen das einzige Verbindungsglied zwischen der Gamer-Community und dem Spieleentwickler. Mhm. Man war ja quasi das Sprachrohr oder der Herold der Spieleindustrie. Und es gab gar keinen anderen Weg, sich irgendwie zu informieren. Und es gab ja auch erstmal nur irgendwelche Heft-CDs, wo dann Demos drauf waren. Du konntest das ja nicht aus dem Internet. Da gab ja noch kein Internet. Das war auch immer was, Es gab, sich dann irgendwie das runterzuladen, das konnte kein Mensch bezahlen damals. Ja, das stimmt. Und das hat natürlich auch komplett alles seinen Appeal verloren in der Zeit, wo es User-Generated Content gibt, wo es YouTube gibt und jeder hier in seinem Wohnzimmer sitzen kann und einfach ein Computerspiel spielen kann und da zu labern kann und du siehst dabei, ist es ein gutes Spiel oder nicht oder auch nicht. Schrieb gerade einer in den Chat auch, deshalb er mag halt Let's Plays, weil er im Let's Play sehen kann, wie das Spiel funktioniert und so ein Test, da musst du dem Menschen erstmal glauben. Und ich fand es ja auch so ein bisschen schräg. Ich hatte ja dann alsbald bei der GameStar meine Liebe fürs Videomachen gefunden und merkte dann auch, dass fühlt sich für mich völlig falsch an, nachdem ich schon ein Video zum Spiel gemacht habe, was ja ein audiovisuelles Medium ist und das zeige ich 1:1 in einem Video. Warum jetzt noch einen Artikel schreiben für die paar Leute, die auf dem Klo oder im Zoom noch dieses Heft lesen? Das stimmt, wirklich so. Ja. Das macht kaum noch einer. Und außerdem ist es auch salonfähig geworden, dass man heute halt mit dem Kopfhörer irgendwo sitzt. Das war ja früher, hat sich ja auch alles einfach komplett verändert. Also wenn du heute zum Beispiel, also früher warst du dann in der U-Bahn oder so, hast du dann ein Heftchen. Heute schaut dich keiner mehr schräg an, wenn du mit dem Kopfhörer da sitzt und mit deinem Smartphone irgendwie so ein Video anschaust. Ja, das schaut ja keiner mehr. Aber es war ja früher auch komisch. Ich kann mich noch erinnern, die Anfangszeiten von hier so diese ganzen Kopfhörergeschichten, da wurdest du ja immer noch komisch angeguckt so quasi. Ja. Aber mittlerweile ist es ja, was heißt mittlerweile, ist schon seit 15 Jahren wahrscheinlich gar kein Thema mehr oder seit 10 Jahren. Gar kein Thema mehr. Aber das hat sich ja komplett verändert. Auch das Konsumverhalten, wie du schon sagst. Ich meine, es ist aber auch eigentlich logisch, weil man macht es ja selber nicht anders. Also es gibt halt einfach so aussterbende Medien und dadurch wächst halt wieder irgendwo was Neues. Ja. Und du hast da, glaube ich, einen ganz guten Absprung geschafft. Also, was heißt Absprung geschafft? Klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Aber du bist ja freiwillig gegangen, nehme ich jetzt mal an. Ja. Ja, ja. Nee, eben. Und das ist tatsächlich total richtig. Ich habe jetzt ja neulich da hier den Deutschen Entwicklerpreis moderiert und der wird ausgerichtet auch von Computec, was ja der Verlag ist von der PC Games und so weiter. Und das heißt, da waren auch die ganzen Redakteure der Hefte da eben auch beteiligt. Und die meinten auch, naja, das hast du damals schon zum richtigen Zeitpunkt geschafft, eben den Wechsel von Print zu Video, zu YouTube. Ja, ja. Ich glaube, der eine oder andere hätte das wahrscheinlich auch ganz gerne gemacht. Es ist halt auch ein gewisses Risiko gewesen und hat halt funktioniert. Na Gott sei Dank, war super. Du, bevor wir jetzt wegkommen von den Magazinen, kennst du noch die GEE? Ja. Games Entertainment Education. Ja, und 2003 ich nie gelesen, okay. Aber die war ja immer so, die war so ein bisschen die künstlerisch wertvolle, ne? Genau, genau. Also, und wir haben die gern. So. Genau, wir hatten die echt gern. Also die war echt cool. Ja. Also da waren die Stories, das waren halt wirklich so riesige, ausführliche Reportagen, ja. Ich kann mich einmal erinnern, da ging es um Sims oder sowas. Und da war halt wirklich, weißt du, da wird halt alles beleuchtet, also auch so diese sozialen Aspekte und warum solche Spiele interessant sind und es war total, also vor allem die Chroma, also meine Frau ist da total drauf abgefahren, aber ich habe es mir auch gerne reingezogen und dann hatten sie immer noch so, ich habe das jetzt gerade offen nebenbei den Wikipedia-Eintrag, darum weiß ich das jetzt, ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, Kreuzfeuer hieß da noch eine Rubrik, da waren halt dann auch auch so eine fette Retro-Rubrik, also es war für damalige Verhältnisse eigentlich echt super cool und die haben wir zum Beispiel einfach nur gekauft, weil sie halt cool war. Also und die kam halt auch nur, glaube ich, einmal im Quartal, die kam auch nicht so oft raus. Ja.
Und da waren wir das erste Mal traurig, dass sowas gestorben ist quasi. Ja, aber das ist eigentlich auch sehr bezeichnend, dass die gestorben ist. Weil es halt genau das Ding ist, wenn du irgendwelche schönen Metathemen machen willst, schöne Reportagen, Dokus und so weiter, das hat viel Arbeit. Das dauert halt eine Weile und es bindet ja, im Zweifel auch einen Redakteur für eine ganze Zeit lang. Und da kann er halt nicht seine Halbseitertests und so weiter schreiben. Und allein schon das Design, also da war ja die Chroma damals, die hat damals auch Multimedia-Design studiert und die war da völlig begeistert, also das war ja genau die Zeit auch und das die haben sich halt einfach richtig Mühe gegeben, das war schon klasse, ja. Ja, und aber dass sich das dann eben auf Dauer nicht rentiert, das war in der Zeit, wo jeder schnell irgendwas auf dem Handy nachgucken kann, fast schon zu erwarten. Jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, deine Frau heißt Chroma? Nein, oder um Gottes Willen, sie heißt eigentlich Anne. Ah. Das ist halt ihr Chatname und deswegen, okay. Deswegen nenne ich sie auch ja, so, weil dann wissen. Man weiß ja nie. Man weiß nie, ja. Die ungewöhnlichsten Namen. Ja, das stimmt, ja. Das hat ja der Teufel gesagt, schreibt sie jetzt im Chat. Ja, Mann, das ist Rumpelstilzchen, oder? Ja, da muss man sich in der Mitte durchreißen, mit dem einen Fuß in den Boden stoßen und dann durchreißen. Oh Gott, ja. Nee, aber das ist krass, ja. Also allgemein so ein Einblick in so eine, ich sag jetzt mal GameStar oder egal was für ein Magazin, Tagesablauf, das ist schon auch interessant, ja. Oder wie das dann auch zusammenkommt, also so auch die früher, glaube ich, also das ist jetzt eine reine Mutmaßung, aber ich gehe mal davon aus, wie du schon gesagt hast, das war ja das einzige Sprachrohr und ich glaube, dadurch wurden die halt auch noch ein bisschen anders behandelt, ja. Ich kenne zum Beispiel einen Kumpel, der arbeitet, das ist jetzt ein völlig anderes Feld, aber bei so einem Autohaus und die werden zum Beispiel regelmäßig eingeladen, so was weiß ich, irgendwo im hohen Norden, da dürfen sie dann Winterreifen testen. Ja, der Winterreifentest ist zwar ganz lustig, da kannst du mit einer 400 PS Schleuder irgendwie über eine Eisplatte schlittern, aber eigentlich geht es um das Hotel und Sauna und dann Wellness. Ja. Und das beeinflusst dich halt eventuell vielleicht. Ja, ja. Ja, das ist ja eben bei der Autoindustrie und der Autojournalie ist das seit Jahrzehnten ein bekanntes Ding und damit auch ein bekanntes Problem, das halt wirklich die Journalisten sich da sinngemäß aushalten lassen und die Hersteller wiederum aber auch erwarten, nö, der nächste Golf, der wird mal schön hochgejubelt bei euch. Das wurde uns natürlich von der GameStar oder wurde im Zweifel allen Spielejournalisten wurde und wird auch vorgeworfen, ja, ihr lasst euch da schön um die Welt fliegen. Und tatsächlich damals, als ich angefangen habe, da gab es noch so richtig dekadente Events. Ich weiß noch, ich glaube, mit der dekadenteste war zu Supreme Commander. Kennst du das noch? Ja, das kenne ich noch, das Spiel. War so ein Strategiespiel. Sah ganz cool aus mit so Robotern und so, ne? Mit Tausenden, ja, von Tausenden von Armeen. Ja, stimmt, genau. Ich, ohne Witz, Tausende Einheiten in deiner Armee haben, also 1000 kleine Panzer. Das war cool eigentlich, ja. Das war so dieses Ding, dass du auf riesigen Quadratkilometer großen Maps gespielt hast und ganz weit rauszoomen konntest, ganz wieder ganz nah ran und hattest dann auch so Monster, riesen Super-Einheiten, also riesige Spinnen und Roboter und keine Ahnung was. Jetzt kriege ich richtig Lust auf das Spiel. Es war super kompliziert. Das weiß ich noch, ja. Ja, du hattest irgendwie so... Mega komplex einfach auch, nur. Ja, die haben ein halbes, dreiviertel Jahr später, haben sie, glaube ich, auch das ganze Wirtschaftssystem nochmal umgeworfen, weil es keiner gerafft hat. Du musstest irgendwie Kraftwerke bauen und dann noch das bauen und das bauen. Das war alles mega kompliziert, deshalb leider sehr sperrig. Aber auf jeden Fall war das Spiel von Chris Taylor, der hatte Total Annihilation gemacht und viele damals war er so ein bisschen Star. Der hat danach, glaube ich, auch nichts Namhaftes mehr gemacht. Und da haben die alle Spielejournalisten der Welt praktisch nach Paris eingeladen. Und haben da für die erste Station so ein Rundrum-Kino irgendwo gemietet. Da stand dann Chris Taylor und zeigte auf diesem IMAX oder was, wie geil das doch wäre, wo man so reinzoomen kann und rauszoomen kann. Das sah schon ganz gut aus. Ich dachte schon, ja, das war eine coole Location und so, das war schon ganz beeindruckend. Jetzt gehen wir wahrscheinlich essen. Nee, dann fuhren wir zum Eiffelturm. Uff. Und da hatten die Mittelstation des Eiffelturms gemietet. Oh, das heißt, du saßt dann eben wirklich da, das ist ja wunderschön da auch außenrum, Eiffelturm bei einer LAN-Party. Da hatten sie dann eben cool. 30, 40 Rechner. Ei, hast dann da Supreme Commander gespielt. Dazu gab es noch eine Eis-
Statue von diesem Riesenroboter, die tropfte da so vor sich hin und dann gab es natürlich feines Fressi und Getränke. Und als das dann durch war, sind wir da alle raus. Dann hat erstmal Chris Taylor unterm Eiffelturm von allen marokkanischen Souvenirverkäufern alles gekauft. Boah. Hier, wie viele von diesen Anhänger, Eiffelturm, alles so Plastikscheiß oder so, was ist los mit dem? Hier, nimm du das auch noch. Und hier das T-Shirt nehme ich auch noch. Und die kamen dann da so alle angeschwärmt, hat, oh, da hat einer richtig viel Geld und ist richtig besoffen. Und dann sind wir noch mit allem Mann in eine Cocktailbar gefahren auf dem Champs-Élysées, der Pariser Prachtstraße. Und hatten da dann einen Separé mit eigenem Barkeeper. Und ich habe nur mal auf die Karte geguckt, was denn bei denen hier so ein Wodka O kostet. Es waren 14 Euro oder so. Ja, ist Wahnsinn. Dann hast du da aber halt 40 Journalisten und jeder trinkt mal drei von denen. Also absurd. Das ist echt krass, absurd. Das ist aber wirklich dekadent. Ja, nee, aber die Spiele... Ja? Nee, erzähl ruhig du. Dann hatte ich nämlich jetzt vor einem Jahr oder so auf Facebook nochmal eine Diskussion mit einem Spielejournalisten von einer Zeitschrift, der sich furchtbar darüber aufregte. Er hätte also jetzt auf einem Event in L.A., wäre ja im Bus gewesen, hätte sich ein Spiel angeschaut. Da hätten hinter ihm, da wären lauter Journalisten drin gewesen, aber auch Influencer und da hätten zwei von denen hinter ihm gehockt und hätten sich dann unterhalten. Der eine hätte den anderen gefragt, ja, was kriegst denn du, um hier zu sein? Ja, ich krieg 5000 Euro. Und meinte der andere, ja, krieg ich auch. Ja, nächste Woche bin ich dann da und da habe ich in Italien, guck mir das und das an. Ja, auch nochmal das und das. Dann hat er sich furchtbar aufgeregt und hat gesagt, wir fahren jetzt hier... Ja, für lau. Ich krieg hier gar nichts, ne, eben. Dann musste ich da auch mal kurz reingrätschen, weil ich natürlich das total verstehen kann, dass das, wie unbefriedigend das ist. Zum einen, dass man merkt, okay, der verdient damit halt jetzt richtig Geld und ich sitze jetzt hier und mache meine 50 Wochenstunden und verdiene wahrscheinlich nicht so viel, wie der jetzt hier für den einen Event bekommen hat. Und zum anderen, dass man eben so an Relevanz verliert. Genau. Das heißt, es verschiebt sich halt total. Der alleine in seiner Bude sitzt, erreicht viel, viel mehr Leute und verdient damit natürlich auch viel, viel mehr Geld, weil wenn die Zuschauer bei ihm sitzen, dann wird er natürlich Es ist, und, es ist ja auch von den Firmen so. Ich meine, du arbeitest ja wahrscheinlich auch ab und zu mit Agenturen oder so zusammen. Die sind ja, für die bist ja du oder für die ist ja ein Influencer auch viel mehr wert mittlerweile, ja, vom Werbefaktor her. Weil halt da auch die Denkweise so ist, so quasi, ja, die Leute glauben halt jetzt, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal dich als Beispiel, die glauben dir ja viel eher, oder bleiben wir mal beim Gronkh, wenn der Gronkh ein Spiel feiert oder zockt, dann denken sich alle irgendwie so, oh cool, der zockt das, und wenn ihm das gefällt, oh geil, dann gefällt mir das auch. Und beim Magazin heißt es dann gleich wieder, naja, gut, was das wohl für ein Tester ist, und der hat wahrscheinlich einen ganz anderen Geschmack als ich, und der hat das Spiel nicht verstanden oder so, weißt du, so das, weil du die Person nicht kennst, du kennst den Tester nicht, du hast keinen direkten Bezug. Es gibt so ein paar Ausnahmen noch, aber das sind ganz wenige. Also bei Kotaku zum Beispiel, da gibt es diesen Tim Rogers und so weiter. Es gibt so ein paar, ich meine, der ist total verrückt. Also auch die Video-Reviews, die der macht, sind komplett verrückt. Also auch die Bezüge, die der nimmt, das ist schon fast eher Kunst. Aber es gibt so ein paar, da identifizieren sich die Leute schon. Die wissen, okay, wenn der ein Review macht, dann wird es interessant. Aber das sind halt auch ganz, ganz wenige Redakteure, die so einen Kultstatus überhaupt irgendwann mal erreicht haben. Und das ist genau das Erfolgsgeheimnis auch der GameStar noch gewesen. Ich habe damals auch mal für Saturn und Mediamarkt für GameStar so Workshops gemacht, wie funktionieren Spielemagazine und wie sind die aufgebaut und wie schreiben die und was ist das mit dieses absurde Wertungssystem. Also es war für Mitarbeiter von Saturn und Mediamarkt, damit die wissen, was sie überhaupt für Spiele verkaufen, was Computerspiele überhaupt sind. Und da habe ich auch immer schon gesagt, also wenn man sich so die erfolgreichen Magazine anschaut, ist der kleinste gemeinsame Nenner oder einer der gemeinsamen Nenner ist, die haben halt Gesichter, die man wiedererkennt und die zeigen halt auch
diese Gesichter. Mhm. Das ist auch jetzt, wenn ich jetzt heute irgendwelche Workshops zu Social Storytelling oder dem ganzen Influencer-Gedöns mache, sage ich aber, es geht halt, hängt halt immer an den Personen und an den Gesichtern und ob man die mag und ob man denen vertraut. Mhm. Und wenn du dann eben den Michael Graf hast oder eine Petra Schmitz und weißt, Artikel von der habe ich jetzt schon, lese ich seit 3 Jahren, wenn die sagt, ich finde das Spiel gut, dann finde ich das als Leser, die ich ihn oder sie einschätzen kann, wahrscheinlich auch gut. Mhm. Und das ist es halt. Die Persönlichkeiten machen es halt aus. Und deshalb haben wir auch, ob bewusst oder unbewusst, bei der GameStar immer so Quatsch gemacht, wie die Redaktion und so. Das hatte natürlich überhaupt keinen... Sie stirbt, weil ich hab meine Kamera jetzt so hingeschoben, dass es so aussieht, als würde ich da wirklich sitzen und sie verreckt im Hintergrund. Meine Frau. Ach so, wie geil. Das ist ja super. Ich habe das bloß so draufgeschoben. Das ist ja geil. Ich habe das aber noch nicht perfektioniert. Also ich könnte es jetzt natürlich noch, ich könnte auch den Kopf noch besser ausschneiden, aber ich dachte mir jetzt, das mache ich jetzt einfach mal so. Habe ich einfach die Kamera rübergeschoben und sie schreit im Hintergrund los. Jetzt muss ich, wenn wir das nochmal machen, dann bastel ich deinen Kopf. Du siehst da so super massig gerade aus. Ja. Sehr gut. Ja, und eben die, also die Magazine, die das nicht hingekriegt haben oder die keine Gesichter haben, mhm, die haben es dann auch nicht geschafft. Also die PC Action zum Beispiel. Stimmt schon, ja. Kennst, ja. Die hatten halt auch so richtige so Stars, sag ich mal. Genau, ja. Und gut, die ist dann auch alsbald gestorben, aber auch weil die dann halt in ihrem Humor zu speziell war. Damit, das war halt nicht jedermanns Sache. Mhm. Aber das ist ja auch immer Geschmackssache. Aber du hast recht. Aber du hast wirklich recht. Mit Spielen zum Beispiel wird gerade genannt, da kanntest du gar keine Gesichter. Ich glaube, so mit der Zeit dann vielleicht mal ein bisschen den Chefredakteur oder so. Ja. Aber es ist halt wirklich das sind die Persönlichkeiten. Genau. Dann funktioniert es oder funktioniert eben nicht. Da gab es doch auch immer dann so einmal im Jahr zum Beispiel, war doch auch immer so dieses mit dem persönlicher Jahresrückblick, wo dann jeder Redakteur seine Highlights schreibt oder so, oder mhm, was er gerade für Bücher liest und so. Also halt einfach all diese Sachen halt eben auch nochmal so jahresmäßig dann zusammengefasst oder so oder so. Oder auch wenn ein neuer kam. Also ich kann mich da schon auch erinnern, ja, das haben die schon immer gut gemacht. Und das war, und sowas ist vielleicht so dieser Trick, so dieser Dosenöffner, sage ich mal, dass man wirklich sagt, man kommt an den Leser ran oder an den Konsumenten ran, indem man halt eine Beziehung aufbaut, wie auch immer. Und das stimmt, aber, ja. Und dann ist eben, und das ist halt der große Vorteil des Influencers, gerade heutzutage auch, wenn das alles digital und so weiter ist, du kannst halt viel genauer sagen, ob der für dich und deine Marke und deine Botschaft funktioniert. Also wenn du halt eine Anzeigenseite in der GameStar schaltest, dann kostet die im Zweifel auch immer noch ein Schweinegeld. Aber das ist so ein bisschen wie Schrotflinte in den Nebel reinschießen. Du hoffst halt, dass du irgendwen triffst, den das interessiert. Genau. Du bist ja jetzt zum Beispiel fürs Thema Hand, bist du für Crytek ja 10-mal interessanter als die GameStar. Die GameStar würde zur Hand irgendwie eine halbe Seite machen. Und der GameStar-Leser vor allem würde auch sagen, ja, weiß ich jetzt, interessiert mich nicht. Mhm. Und du, obwohl du vielleicht oder höchstwahrscheinlich weniger Leute erreichst als jetzt die GameStar, weißt du, jeden von denen, die du erreichst, die finden halt Hand geil. Und ja. Das ermöglicht es dann eben auch für Influencer, aus sowas eben dann auch ein Geschäft zu machen. Also wenn ich war jetzt letzten Donnerstag auf einem Anspielevent zu Doom und ich bin jetzt nicht der große Doom-Fan, aber wenn die hier ein Event bei mir um die Ecke machen, wo ich sogar zu Fuß hingehen kann, gehe ich da natürlich hin. Blöderweise bei der Gelegenheit, ich wollte für morgen ein Video dazu schneiden. Ich hatte das auch, glaube ich, schon angekündigt, aber wollte es heute schneiden. Meine Videos haben alle keinen Ton. Das ist halt geil, wenn man mit Profis arbeitet. Naja, egal. Gibt es also erstmal nicht. Kommt irgendwann später. Aber auf jeden Fall war da dann auch der Chefentwickler von Doom da und der PR-Mann von Bethesda stellte mich eben auch vor. Ja, das ist der Shooter-YouTuber in Deutschland. Mhm. Wo ich auch dachte, okay, er schmiert uns jetzt beiden Honig um den Bart. Also sowohl mir als auch dem amerikanischen Entwickler, dass er denkt, oh, ich habe jetzt hier mit Prominenz zu tun. Mhm. Nichtsdestotrotz bin ich halt mit meinem Kanal ja viel spezieller aufgestellt als jetzt eben ein Generalistenmagazin. Das heißt, wenn dann einer ankommt und sagt, ich habe hier sowas wie Hand,
dann würde der im Zweifel zu dir kommen oder zu mir kommen oder zu Psycho Ghost kommen und sagen, hier, spielt das doch mal. Ja, ja. Und damit sind wir dann viel, viel spannender als jedes deutlich größere Magazin. Ich hatte letztes Mal sogar so einen Fall, also bei mir geht es ja jetzt erst so los. Also bei mir melden sich halt ab und zu Agenturen halt so. Also es gibt ja, zum einen gibt es ja dieses Bounty Board auf Twitch. Da passiert allerdings relativ wenig, da habe ich aber auch schon ein bisschen was gemacht. Einmal für Ubisoft irgendwie so eine Stunde lang Games, ja. Ghost Recon spielen und dafür Geld kriegen oder so Sachen. Und das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Aber jetzt war es schon zweimal der Fall, dass eine Agentur quasi mich direkt angeschrieben hat und meinte so, ja, wie schaut's denn da aus? Und das ist mir auch schon aufgefallen, immer so ein bisschen dieser Trick so, es wird immer nie gesagt, was man, also sie fragen dann immer, ja, was haben sie sich denn da so vorgestellt? Ich habe eben auch, ich habe eben beim ersten Mal, wo das der Fall war, habe ich halt gleich jemanden gefragt, der schon länger da drin ist, hat gesagt, was ist denn da so ein Stundenlohn oder so? War dann erst überrascht, ja. Dachte mir, ist das nicht mehr so überzogen? Aber bin da gleich mit diesen heftigen Ansprüchen rein. Und das war eben jetzt vor kurzem erst wieder, da ging es um das Spiel The Cycle. Ja. Das ist nicht so, das ist nicht wie Hunt, also das ist, aber es geht halt, also sagen wir mal so, PvP, PvE, mit extrahieren, also mit rauskommen und überleben so ungefähr. Das ja, ist, es geht so ein bisschen in die Richtung, so mini. Und ja. Die wollen jetzt wohl so eine Kampagne machen, da haben sie mich halt auch angeschrieben da. Und dann, da habe ich halt auch diese Forderung da hingeklatscht und dann ist die da glatt drauf eingegangen. Also das ist, das ist wirklich so, da denkt man sich so als kleiner Influencer, denkt man sich so, naja, das kann ich ja fast nicht machen, ne? Sie vielleicht mal hier 4 Stunden zocken oder so. Aber im Endeffekt, man darf sich da auch nicht unter Wert verkaufen. Das hat mir eben der Kollege da eben auch erzählt, der ist eben größer. Ja. Und der hat eben gesagt, man darf das auch nicht machen. Gerade solche wie ich dürfen das nicht machen. Solche Leute mit 150 Zuschauerschnitt oder was auch immer. Weil die machen nämlich dann den Großen, also ihm, auch das Geschäft sonst kaputt. Weil sich natürlich die Agentur denkt, dann nehmen wir einfach 10 kleinere. Genau. Also deswegen, da muss man immer schauen. Und ich habe auch jetzt nicht so den Drang gehabt, dass ich es unbedingt spielen muss. Also habe ich gesagt, na gut, okay, jetzt gehe ich halt einfach mal mit der Vorstellung rein. Und das hat dann auch, hätte auch funktioniert. Allerdings haben sie die Kampagne momentan auf Eis gelegt, weil das Spiel läuft wohl überhaupt nicht gut scheinbar. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielleicht starten sie es jetzt dann irgendwann nochmal. Die wollen das mit dem Inhaltspatch irgendwie verknüpfen. Und der hat sich jetzt scheinbar verschoben. Also die wollten halt quasi so... Ich glaube, kommt im Februar da nochmal. Ja, genau. Deswegen haben sie jetzt ein bisschen verschoben. Die haben das jetzt eigentlich geplant gehabt in den nächsten 2 Wochen so. Aber das hat sich jetzt verschoben. Aber das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, das Spiel. Ich mache jetzt eigentlich gerade unbezahlte Werbung für die. aber das ist, ich habe es dann trotzdem mal angespielt und dachte mir dann so, oh ja, gut. Also anspielen tue ich schon. Also ich habe auch mal ein Angebot bekommen für ein Spiel, wo ich mir dachte, oh nee, also das ist überhaupt nicht meins. Also das geht dann auch nicht, weißt du, so. Also so, es gibt so Spiele, also man muss jetzt nicht alles mitnehmen und das sollte schon ein bisschen passen. Also. Ich kriege seit Wochen Anfragen immer für... Lass mich raten, Mobile Game, mobiles Spiel. Ja, und jetzt, Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends ist das nervigste Spiel überhaupt. Das wird überall, Wahnsinn. Die pumpen Millionen da rein. Ich glaube, es gibt niemanden, hatte ich auch schon eine E-Mail in meinem Postfach. Und ich weiß, dass das jeder. Aus 20 verschiedenen Richtungen. Ja, ja. Also immer, das sind immer so irgendwelche osteuropäischen Agenturen. Oder zumindest tun sie so. Hello, my name is Elena. Do you want to show the game? Ja, ja, ja. Ich habe für einen Moment überlegt, weil die wollen ja, wahrscheinlich bei dir die gleiche Anfrage gewesen, wollen irgendwie nur eine Platzierung von 45 Sekunden bis zu einer Minute in einem fertigen Video. Bei mir ging es tatsächlich darum, dass ich das mal streame, also dass ich das halt mal zwei Stunden oder so spiele. Okay. Aber das ist ja total. Ich habe es tatsächlich auch auf ein, zwei Kanälen auch schon mal von größeren YouTubern dann auch mal gesehen. Da dachte ich, ah ja, okay, habt ihr. Ja, genau. Die haben auf Ja geklickt. Und ich habe mir dann aber immer gedacht, wenn das auch nur so eine kurze Integration ist, warum gehe ich nicht mal mit einer total überzogenen Forderung da rein? Und wenn sie so blöd sind, das zu zahlen, okay. Und dann sage ich im Zweifel in diesem Placement, Leute, wisst ihr was, ich habe ja gut Geld gekriegt. Ja, ja, jetzt erzähle ich euch mal eine Dreiviertelminute, erzähle ich euch mal was, aber müsst ihr ja nicht spielen. Ja, gut, okay, also so eine Minutengeschichte, das habe ich auch schon gemacht. Wir haben uns schon mal Dings angeschaut, ich glaube Mastercard oder so, irgendeine Kreditkarte. Eineinhalb Minute lang Werbung anschauen
und dann nochmal 30 Sekunden darüber reden. Pff, okay, das kann man mal machen, ja. Da, aber ich sage den Leuten immer vorher Bescheid, sollen wir so ein Angebot mal wieder machen? Ich habe so ein Angebot, das geht über das Bounty Board von Twitch. Das ist ja sehr, sehr, da bin ich auch offen. Ich habe auch mit meinem Twitch-Partner Menschen gesprochen. Also man darf da auch, man soll das auch sagen, logisch. Aber man darf halt nur keine Zahlen nennen. Weil ich hätte da kein Problem gehabt zu sagen, ja Leute, also hier für die Geschichte kriege ich jetzt hier 30 Euro. Das ist im Endeffekt eine kostenlose 30-Euro-Donation. Schauen wir uns eineinhalb Minuten ein Video anschauen. Also, und da sagt dann auch der Chat, ja klar, hau rein. Ja, es ist ja völlig, völlig egal. Das kannst du ja fast schon während Matchmaking machen. Also das habe ich halt jetzt auch schon zwei, dreimal gemacht. Und manche Sachen sind echt hängen geblieben. Ich lese es gerade im Chat. Wir haben zum Beispiel mal eine Beefy-Werbung. Die war so super kurz. Die war 30 Sekunden oder so. Aber wir reden bis heute über dieses verkackte Beefy. Also es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Okay. Und es funktioniert wirklich. Also es hat auch bei mir funktioniert. Ich war dann wirklich Wochen später irgendwie im Laden, dann denke ich mir so, sehe ich Beefy, denke sofort daran, denke mir so, also Beefy gibt es jetzt auch mit Rind. Das war halt so dieses Ding von der Werbung, so dass es jetzt Beefy mit Rind gibt oder so. Also so ein Scheiß funktioniert halt schon. Also auch wenn man es nicht kauft, aber ich glaube halt, dass halt bei einem Influencer ist ja die sogenannte Conversion ist halt viel höher, also so hat mir zumindest mein Kollege da eben das erklärt. Es gibt wohl die Transition und die Conversion. Die Transition ist, wie viele Leute schauen sich das Spiel dann an, sagen wir, bleiben wir mal beim Spiel. Ja. Und die Conversion ist dann das, wie viele kaufen sich es wirklich. Und, und gerade beim Influencing-Bereich, vielen Marken, zum Beispiel nehmen wir mal Nvidia, denen geht es jetzt gar nicht darum, dass alle irgendwie sehen bei dir, oh Nvidia, oh kaufe ich mir gleich hier eine neue Grafikkarte, immer her damit. Sondern da geht es darum, dass die sich halt dann denken so, wenn dann mal irgendwann der Punkt kommt, neuer PC, dann denken sie genau daran, weil sie sehen bei dir immer Nvidia. Sie haben das Logo im Kopf. Ja. Und das ist viel wichtiger für die Leute oder für die Firma. Ja, und also für Free-to-Play-Spiele zum Beispiel, da ist natürlich das, was sie am meisten wollen, sind neue Anmeldungen. Danke für eure Follows, by the way. Ich gehe nachher noch drauf ein. Es gibt dann auch manche, die sagen, okay, wir zahlen nicht pauschal für ein Video, sondern du machst das Video umsonst, kriegst dann aber Betrag XY für jede neue Anmeldung, die über deinen Affiliate-Link kommt oder so. Mhm. Und je nachdem, es hängt natürlich immer wahnsinnig vom Spiel ab und von der eigenen Community. Wahrscheinlich fährt man dann sogar besser, wenn man sagt, okay, dann gib mir mal für jede Neuanmeldung irgendwie 2 Euro. Mhm. Wenn du irgendwas hast, was alle Leute total geil finden. Es kamen hier gerade ein paar Fragen noch dazu, ob es dann bei solchen Verträgen nicht irgendwelche Klauseln noch gäbe. Es kommt drauf an. Also klar, im Zweifel versuchen sie es immer und schreiben dann rein, bitte sag, sei positiv und sei fröhlich und hab Spaß. Das sind dann aber eher die unlauteren Angebote, was ich dann auch nicht machen würde. Bestes Beispiel, oder für mich das angenehmste Beispiel sind halt die meine Battlefield-Tutorials, bei denen es überhaupt gar keine Einflussnahme von EA gab, wo es nur hieß, ja, mach bitte Videos zu diesem Spiel. Ich habe gesagt, okay, das und das sind die Themen. Und dann war es das. Da hat es zwischendrin keine Interaktion mehr gegeben. Und die haben auch gesagt, es ist uns völlig egal, was du da auch machst inhaltlich. Wir wissen, die werden gut. Und so war es dann auch, als ich die Tutorials zu Dreadnought gemacht habe. Das war ja auch so ein Free-to-Play-Spiel. Oder World of Warships hast du, glaube ich, auch mal gemacht vor kurzem. World of Warships habe ich auch gemacht, genau. Aber bei Dreadnought habe ich eben diese Tutorials auch gemacht. Mm-hmm. Sehr aufwendig gewesen und da gab es dann halt auch keine Abnahme und nichts und gesagt, ja, super, freuen wir uns. Ja, das ist ja auch besser so. Also es gibt ja, das hatte ich auch schon, also was normalerweise, glaube ich, also was ein paar Mal bei mir dabei stand, war halt kein unnötiges Schlechtreden der Marke. Aber bei unnötigem Schlechtreden, das ist ja okay. Ja. Damit wollen sie vermutlich einfach nur vermeiden, dass jemand sagt, hat es nämlich jetzt an, dann schimpfe ich die ganze Zeit drüber, schaut euch auch mal den Dreck an hier. Aber wenn man halt, also da steht halt nicht dabei, also man kann es ja trotzdem schlecht reden. Also ich kann ja trotzdem sagen, ja, okay, also meins ist es jetzt nicht, aber halt nicht unnötig. Ja. Man kann sagen, okay, die Grafik gefällt mir nicht, ist nicht unbedingt mein Ding, bla bla bla. Aber das ist halt so ein Ding. Aber ich würde sowieso nur was annehmen, wo ich einigermaßen oder wo ich halt irgendwie sage, okay, damit komme ich klar. Das interessiert mich jetzt auch Trailer, wenn wir uns angeschaut haben, waren es immer irgendwelche Trailer, die mich auch wirklich interessiert haben. Oder auch damals das Ghost Recon, das war damals zur Open Beta, das war eh praktisch, ich wollte es eh anspielen. Mhm. Haben wir gedacht, na klar, logisch, dann spielst du es halt mal eine Stunde im Stream. Vor allem eine Stunde ist eh gleich vorbei, also das ist ja gar kein Ding. Und was ich aber auch schon hatte, und das war eben das, was du gerade meintest mit sei positiv, da musste ich auch drüber lachen.
Das habe ich dem Chat auch erzählt. Das ist ein unglaublich bescheuertes Angebot. Da ging es um einen Energy Drink, den ich jetzt nicht nennen werde. Und da stand da wirklich dabei, man soll ihn trinken. Und dann soll er dauerhaft eingeblendet sein und dann soll man richtig abgehen in dem Spiel. Ja? Man soll verrückte Dinge tun, die man normal nie in seinem Main Game tut. Und da waren dann sogar so Beispiele dabei wie bei Fortnite, baue einfach sinnlos einen riesigen Turm und dann schreie rum oder weißt du so, oder spiele ein verrücktes Loadout bei einem Battle Royale. Da waren dann schon so Beispiele und also wirklich, wo ich mir denke, also ja, was ist das denn? Mit kruden Ideen zwischengeschaltet. Ja gut, jetzt heißt es wieder im Chat, das hätte ich gern gesehen. Ja klar, hättet ihr euch beäumelt, aber das sind so Sachen, da komme ich mir dann dumm vor. Da komme ich mir richtig dumm vor. Geil gewesen, wenn du in Hand einen großen Turm gebaut hättest und dann rumgeschrieben hättest. Ja. Wie macht er das? Aber das ist halt das Ding. Also wenn halt solche Sachen würde ich auch niemals annehmen, wo ich mich verstellen muss oder wo ich irgendwas sagen muss, was ich nicht, wo ich nicht unterschreiben kann oder so. Also das wäre auch komisch, ja. Also das ist halt auch, man muss sich ja am Ende des Tages da immer noch selbst treu bleiben. Und insofern habe ich eben auch schon, wenn ich Anfragen bekommen habe und auch schon gesagt habe, nee, ist cool, mache ich. Und dann den Vertrag bekommen habe und dann hieß es dann eben, sei positiv oder kommt's ja noch. Das und das ab. Habe ich das rausgestrichen und gesagt, nee, das sage ich nicht, das mache ich nicht. Und das muss da, wie gesagt, da muss man sich dann eben selber treu bleiben. Du kannst natürlich auch, also in der perfekten Welt, und so diese Konstellation hatte ich ja dann mit EA irgendwann erreicht, habe mich ja auch über Battlefield-Spiele auch genug aufgeregt, auch gesagt, das ist scheiße und das ist scheiße. Ja, ja. Ich habe auch in Tutorials gesagt, die Leute verhalten sich blöd oder dieses Tool ist völlig nutzlos. Das ist ja dann auch für EA in dem Moment völlig okay gewesen, weil ich auch einfach für das Spiel Begeisterung für das Spiel empfinde. Genau. Und dann findet man nicht immer alles sinnlos geil, sondern sagt auch mal, was falsch ist. Und da war die Haltung immer, ja, mach du deine Videos, sind super. Und wenn du motzen willst, dann motz halt. Wir wollen gar nicht wissen, was du in diesen Videos machst. Und das ist eben die beste Konstellation. Und das muss man sich aber halt auch erstmal erarbeiten. Also dieses Standing, sowohl beim Kunden, aber viel mehr noch natürlich bei deiner Zuschauerschaft. Genau, denn, genau. Wenn der Werbepartner merkt, okay, der sagt da, der findet das Spiel vielleicht nicht ganz so geil, aber sagt, was geil ist und sagt aber auch, was scheiße ist und erreicht damit aber trotzdem immer noch genug Leute, die sagen, okay, ich verstehe deine Punkte, ich schaue es mir jetzt trotzdem mal an, dann haben die ja auch was gewonnen. Ja, ja. Also, denn in dem Moment, und du musst ja, wenn du für ein Video bezahlt worden bist, musst du ja Werbung dran schreiben. In dem Moment, wo ich ein Video mache, wo Werbung dran steht und die Leute haben das Gefühl, das sagt er jetzt nur, weil es irgendwo in einem Briefing drin stand, ja. Dann ist das für mich ja auch durch. Ja, dann, voll. Dann kommt vielleicht der nächste Werbekunde und sagt, sag das bitte nochmal. Aber dann sagen die Zuschauer, ja, das glauben wir dir jetzt auch nicht mehr. Und ich möchte, also das ist zumindest meine Hoffnung, ich las es gerade so ein bisschen aus dem Chat auch raus, dass man mir da schon glaubt, dass das, was ich vorstelle, insbesondere was ich auch in Werbevideos vorstelle, dass mir das auch einfach Spaß macht. Und dass 100%, ich da nichts sage, was ich nicht sagen würde. Die berühmte Integrität, ja, die muss man sich halt bewahren, ja. Und das hast du auf jeden Fall. Also das ist Authentizität und ja, 100%. Also gut, da gibt es jetzt, glaube ich, kein besseres Beispiel als dich. Gut, es gibt noch viele, viele andere natürlich, viele andere Content Creator, die wohl da genauso sind. Aber die eben nicht ganz so sind, die kennt man halt auch. Und da bin ich zum Beispiel gleich fertig. Ja. Also das interessiert mich schon gar nicht. Ja? Also da würde ich es gibt gewisse Content Creator, egal ob auf Twitch oder auf YouTube, da würde ich mir auch gar nichts anschauen, weil ich genau weiß, okay, der hat halt zum Beispiel ausschließlich Sponsored Beiträge und jede Woche ein neues Game, was er feiert. Da weißt du halt, okay, ist schon komisch. Also wenn du zum Beispiel Hunt Showdown feierst, ja, dann spielst du es nicht eine Woche und danach nie wieder. Also das ist halt einfach komisch. Ja. Weil du weißt ja selber als Spieler, okay, also komisch, dass er da irgendwie so schnell fertig ist und selber buttert man tausende Stunden rein. Aber das ist halt, genau, die Street Credibility, ja, das scheint ein gutes Wort zu sein, ja. Also das ist aber gut, aber ich denke mal, das ist ja allgemein so in der Branche oder so. Aber es ist ein interessantes Thema auf jeden Fall. Ja. Also. Ja, und die Frage natürlich, mich nervt das ehrlich gesagt auch immer ein bisschen, wenn so Anfragen ankommen, so, was willst du denn haben dafür? Ja, furchtbar. Mach doch mal ein Angebot. Doch, genau, was bin ich Angebot euch denn wert? Und dann weiß ich ja immer noch, ob das
ob ich es dafür machen will oder nicht. Und die hoffen ja, immer, dass das einer sagt, ja. Ja, denn es gibt halt da keine Tabellen für sowas. Was kostet sowas? Eklig kann es werden. Wenn dann zwei sich unterhalten, weißt du? Gab's ja schon. Halt. Das mache ich auch regelmäßig. Und ich hatte da auch schon mit, jetzt auch ohne Namen nennen zu wollen, aber auch mit namhaften YouTube-Netzwerken zum Beispiel Reibereien, weil die gesagt haben, hier, willst du was mit deinem Kumpel XY machen? Hättest du Bock? Und ich war ja, was zahlt ihr dem? Ja, dem Zahnwert das und das. Und dann sag ich, du weißt, dass das ein Freund von mir ist. Ich rufe den jetzt an und frage den, was er kriegt. Ja, ja, nee. Ruf ich den an, kriegt was völlig anderes. Und, ja, ist unglaublich. Das passiert einem zwei, drei Mal und dann sagt man, Leute, ich glaube euch kein Wort mehr. Ihr ruft uns gerne zusammen an. Aber das ist halt das, weil es eben nicht so genormte Preise gibt und die einen sind teurer. Je mehr Anfragen du bekommst, desto teurer wirst du natürlich auch. Also so Angebot- und Nachfrage-Ding. Und kannst davon ausgehen, dass wenn ein Gronkh, ein Pete Smith oder ein Julian Bam ein Placement macht, dass das richtig viel Geld kostet. Naja. Weil er eben so viele bekommt und sich dann aussuchen kann, okay, was finde ich am coolsten, beziehungsweise was gibt am meisten Geld. Aber so als Daumenregel, wahrscheinlich ist das auch schon lange durch, aber ich weiß noch aus GameStar-Zeiten, dass es da so hieß, dass in einem Printmagazin, wie gesagt, das ist wirklich schon lange her, im Printmagazin eine Anzeigenseite oder eine Anzeige einen Wert von 70 Euro pro 1000 Kontakte hat. Ne? Also du sagst, okay, das Heft wird 100.000 Mal verkauft, 100 mal 70, da kostet eine Seite 7.000 Euro oder so. Und das nennt man Tausender Kontaktpreis oder TKP. Oder CPM, das gleiche. Auf YouTube kriegst du eben mit der normalen YouTube-Werbung, kriegst du so auch wiederum Pi mal Daumen und abhängig von der Jahreszeit und von dem, was du für Inhalte machst, kriegst du halt einen Euro pro 1000 Kontakte, also pro 1000 Klicks ein Euro. Das ist ja echt nicht viel. Also, da ist Twitch wiederum besser. Ist Twitch dann wieder besser. Das ist der 1000er Kontaktpreis. So, und nach dieser, wenn man überlegt, okay, das sind so die beiden Bereiche. 1 Euro ist YouTube-Werbung, 70 Euro ist ein Printmagazin. Wenn du dich irgendwo in der Mitte aufhältst, ist das im Zweifel für beide Seiten eine super Sache. Also ich glaube, ich habe mir irgendwann mal sagen lassen, auf Instagram ist so der 1000er Kontaktpreis eher so 10, 15 Euro. Aber so ein grobes Gefühl dafür zu haben, was ist denn so eine Reichweite wert, das ist dann sicherlich nicht verkehrt. Denn wenn man sich vorstellt, eben Publisher XY geht zu einem Spielemagazin und sagt, hier, druck mir mal da so eine Seite. Und dann sagen die, ja, wir haben 100.000 verkaufte Hefte, kein Gaming-Magazin hat mehr 100.000 verkaufte Hefte, aber das lässt sich leicht rechnen. Sagen die 100.000 verkaufte Hefte, TKP ist 70 Euro, Anzeigenseite kostet 7.000 Euro. Und dann überlegt der aber, ja, Moment mal, wenn ich jetzt im Greifenberg versucht, die Kamera abzuschneiden, Cracky. Mach mal ein Video. Und der macht da 100.000 Views drauf. Dann ist das ja viel besser. Wenn ich dem jetzt aber, sagen wir mal, 3.500 Euro dafür zahle, findet der das bestimmt ganz geil. Weil der ja sonst nur 100 Euro damit verdient. Naja. Und dann haben eben am Ende, haben alle ein bisschen gewonnen. Weil du ein Vielfaches von dem in der Werbung verdienst, als du eigentlich über YouTube verdienen würdest. Und der Werbekunde deutlich weniger zahlt und das ist dann wieder der Influencer-Vorteil, sehr genau weiß, kommt das bei diesem Typen eben an. Das heißt, diese 100.000 Klicks sind dann noch mehr wert als die 100.000 verkaufte Hefte. Denn in die 100.000 verkaufte Hefte, da weißt du ja nie, sind das jetzt alles Fans des Action-Genres. Ja, oder ja. Haben sie es überhaupt gelesen? Oder haben sie nur die DVD rausgerissen und das Heft in den Müll geschmissen? Ja, ja.
Es gibt ja ohne Ende Analyseseiten, ihr wisst ja auch eine oder andere kennen. Ja. Und da habe ich mich auch eben mit dem Streamer-Kollegen unterhalten, der wirklich recht groß ist so. Also so um die 2000 Zuschauer gern mal, also so zwischen 1000 und 2000 gleichzeitige Zuschauer. Oh, ja. Ja, also. Und was heißt Kollegen, klingt ein bisschen übertrieben. Also wir haben über Umwege sind wir in Kontakt gekommen und haben uns mal über das Thema unterhalten, weil er auch gleich recht losgeplappert hat, war ganz nett. Und das Ding ist, ich weiß bloß nicht, ob er genannt werden will, deswegen sage ich lieber nichts. Und das Ding ist, das Ding ist halt, was der halt auch gesagt hat, also was halt viele Agenturen halt bis heute nicht kapieren, ist halt auch so dieses, es geht halt vieles über, also die gucken oft nach Follower und das ist, Follower ist ja bei Twitch eigentlich bloß eine Zahl. Also in der Regel ist es so, Follower sagt bloß aus, wie lange du schon streamst und oder wo du halt herkommst. Also bei dir zum Beispiel, wenn du von YouTube natürlich rüber wechselst, dann hast du gleich, bringst natürlich einen Schwung mit, sage ich jetzt mal, ja. Kriegst relativ schnell Follows dann. Aber wenig, ne? Also ich habe jetzt was, 22.000 Follower auf Twitch, aber 313 auf YouTube. Das finde ich echt irritierend, dass es da so wenig Befruchtung gibt. Das stimmt, aber wie war das, wo du gewechselt bist? Also als du angefangen, wann hast du angefangen auf Twitch eigentlich? Zu Battlefield 5, also ich glaube im Dezember 2018. Okay, und was hattest du vom Gefühl her jetzt ungefähr von Anfang an, Follower so? Also, ich glaube, es ging sehr schnell auf 10.000, aber seitdem kriecht es so vor sich hin. Das kriecht auch. Das ist einfach bloß es dauert halt einfach. Also wie gesagt, ich meine, ich bin ja jetzt auch, also ich habe ja komplett mit Null angefangen, ich hatte ja gar nichts, also ich war ja überhaupt gar niemand, ich bin immer noch keiner, aber und jetzt habe ich, jetzt gehe ich auf, ich weiß nicht, ich glaube 5.000 Follower zu, aber das ist einfach bloß, je nachdem wie lange du halt streamst und wie viel du halt streamst, weil wenn du halt nicht streamst, dann sieht dich keiner und dann drückt auch keiner auf Follow. Also es ist ja logisch. Ja, und das heißt, diese Zahl zu nehmen ist totaler Quatsch. Also wenn überhaupt, dann vielleicht, noch 8 heißt, jetzt 7. Okay, und dann ist es so, dass du halt, also eigentlich wäre die richtige Zahl, wären halt die Aufrufe. Also die Aufrufe, die du quasi pro Stream hast. Und das sind halt bei mir immer, wenn ich Handspiel, so zwischen 1000 und 2000 Aufrufe oder sowas in der Art, ich weiß jetzt nicht genau. Und oder die gleichzeitige Zuschauerzahl, der Average Viewer, das wäre auch noch ein Wert. Aber alles andere, also Follower oder auch Abonnenten, sagt ja nichts aus. Das sagt ja dem Werbepartner gar nichts aus. Das ist ja... Nee, gar nichts. Das ist aber zum Glück... Danke für eure Follows, by the way. Nochmal. Kunden und Agenturen, dass das nichts ist. Ist, zumal da du ja auf gerade Instagram und so, kannst du dir Follower ja einfach kaufen. Ja, das kannst du ja auf Twitch auch, kommen ja auch manchmal so Bots vorbei, die einen damit zuspammen, hatte ich auch schon mal so hier so, also bei Privatnachricht, so kauf dir doch mal ein paar Follower. Aber das ist ja auf Twitch völlig, völlig Nonsens, also auf Instagram macht es ja Sinn, weil da profilieren sich die Leute natürlich massiv, also vielleicht eher Sinn vielleicht, sagen wir es mal so. Ja, also ich glaube nicht, dass jemand zu dir kommt. Wenn du Bock hast, damit dann zu einem Werbekunden zu gehen und zu sagen, guck mal hier, ich habe 50.000 Abonnenten, gib mir mal Geld, damit ich deinen Joghurt in die Kamera halte. Aber es gibt ja auch diese Clickworker, ne? Es gibt ja Clickworker-Netzwerke, da wo du dich anmelden kannst, dann kriegst du, glaube ich, 1 Cent pro Like und dann liken die hier diese ganzen Instagram oder auch YouTube-Videos, dann liken die das. Und wenn du dann zum Beispiel, sagen wir mal, du hast jetzt so eine Kampagne und dann liken die halt irgendwie da deine Sachen hoch und dann gehst du an den Kunden ran, also das ist eigentlich totaler Betrug eigentlich. Also meiner Meinung nach. Also, insofern ist das für den Influencer oder den, der gerne einer wäre, ist das lohnende Investition, sich Follower zu kaufen, solange der Werbekunde noch so blöd ist, zu glauben, dass die Follower was wert sind. Genau. Aber das Relevante sind ja dann eben bei Instagram, sind dann eben die Reichweite und die Interaktion mit den Sachen. Und tatsächlich, wenn ich irgendwelche Kampagnen auch auf Instagram oder so mache, dann wollen die sofort am Ende immer gerne wissen, danke für ihre Follows, Erbium und DTM erreicht und nicht, wie viele Abonnenten hast du, denn das ist ja, wie gesagt, völlig irrelevant. Völlig, so wie auch ich von meinen YouTube-Abonnenten in dem Sinne nichts habe. 313.000 Abonnenten und Handvideos machen aber nur 15.000 Views. Ja, sind ja auch viele Karteileichen, weißt du, die followen mal oder abonnieren. Genau, viele Karteileichen und dann folgen mir eben viele für Battlefield und maulen jetzt immer rum, wir sind ja nur Hand gespielt. Aber
natürlich sagen, sie ist viel schöner. Aber wann gibt's denn mal wieder Battlefield? Genau. Wir würden uns auch sehr auf Battlefield freuen, aber spiele gerne an. Spiele, was dir Spaß macht. Ja, und ich glaube, da werden aber auch die Werbekunden mit der Zeit schlauer. Nicht umsonst, weil ich ja manchmal auch Leute berate und ihnen versuche, das zu erklären, wie das so läuft. Und das ist ja eigentlich relativ naheliegend. Aber wenn du ja, eben, klar. Ja, meine Freundin berät eben auch und berät eine Firma und macht denen auch den Content. Und das ist halt schon, wenn du da halt natürlich mit Marketingleuten zu tun hast, die seit 30 Jahren nur Print und vielleicht Plakatwerbung kennen und denen dann zu erklären, wie Instagram funktioniert. Aber die Agentur kann halt keine Follower kaufen, weil das ja für eine Marke noch viel weniger Sinn ergibt, dann Karteileichen da hängen zu haben. Da haben viele Leute Erklärungsbedarf. Und das ist natürlich für mich auch ganz nett, wenn ich Leute. Ja, ja, das ist genau, das ist auch ein eigener Markt. Beratungstätige, ja, ist auch wichtig, weil, wie gesagt, ich meine, das ist halt auch so gekaufte Likes. Ich glaube, da kann man schon auch ganz gut durchblicken. Also, Instagram bin ich jetzt komplett raus vom Thema her. Aber sagen wir mal, Twitch. Also auch wenn jemand ein Viewbot oder sowas verwendet. Also ich meine, ich habe das auch damals erlebt, ich habe mit Hand angefangen, mit null, und dann hat kurze Zeit später auch jemand angefangen, so einen Monat später oder zwei, und da habe ich halt gesehen, wie langsam du halt wirklich Zuschauer bekommst, also gerade Hand Showdown, und dann steigt er halt ein, erster Abend 40 und am zweiten Abend 100 Viewer, und ich denke mir so, willst du mich verarschen? Und dann gehe ich da halt rein, guck mir das so an, und da schreibt halt niemand, da schreibt halt einfach niemand, und dann also so super cringy, und dann springen auch die Zahlen so hin. Der weißt, der hat er 110, dann hat er auf einmal wieder 80, dann hat er auf einmal wieder 70, dann hat er wieder 160. Also einfach offensichtlicher geht's nicht. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe das, aber ich meine, man hat halt automatisch mal Kontakt mit Leuten, die gesagt haben, ja hier, der eine View bottet doch und tralala. Ich meine, das ist auch immer sowas, wo ich mich immer raushalte, weil ich halt sage, das interessiert mich auch gar nicht, was die Leute machen. Ich konzentriere mich nur auf mich in erster Linie. Und gerade so dieses schlecht rumgerede, das bringt auch keinem irgendwie was. Und wenn jemand meint, der muss sowas machen, also Twitch selber sieht natürlich die, bin ich überzeugt, sieht dann schon die echten Zahlen und die kennen sich da schon aus. Ja. Aber und ich glaube auch nicht, dass du, wenn du dann mal 100 Zuschauer hast, dass dir gleich die Werbekunden die Bude einrennen. Das sowieso nicht. Nicht. Aber ich meine, jetzt geht es eher weniger um die Werbung, da geht es halt um die Platzierung. Jetzt wurde es ja geändert mittlerweile, aber früher, also bis vor einem Jahr oder so, war es ja so bei Twitch, wenn du jetzt auf Hand Showdown gehst, dann kommt halt wirklich von vorne nach hinten die je nach Zuschauerzahl wurden die ja sortiert. Und das heißt, wenn du jetzt live bist dann und jemand hat Deutsch als Sprache drin, dann bist du jetzt meinetwegen auf Platz 1 so, 99% der Fälle. Außer Gronkh spielt zufällig gerade Hand. Und so geht es halt dann runter, ja. Und das ist jetzt nicht mehr ganz so. Jetzt wurde das ein bisschen umstrukturiert, also je nach Vorlieben und keine Ahnung. Also das ist mir auf jeden Fall auch schon. Also du bist zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt auf Hand gehe, dann wärst du bei mir auch auf Platz 1, obwohl vielleicht der Gronkh gerade spielt, weil ich die halt zum Beispiel follow oder ja, solche Sachen halt. Okay. Oder da gibt es jetzt so. Aber das war halt früher nicht so und deswegen haben sich halt Leute da hochgekauft. Ja, also quasi, ja, bin ich ganz vorne, bin ich in den ersten 5 Plätzen, dann werde ich schon mal entdeckt. Ich meine, ich verstehe den Gedanken, dass sich dann Leute denken, oh ja, ich habe ja so viel Potenzial. Aber ich denke mir halt immer, wie immer im Leben, so bin ich auch erzogen worden und das bin ich immer gut gefahren. Ehrlichkeit wird am längsten und das habe ich auch mir selber bewiesen. Ich habe es ja auch geschafft, ohne irgendeine Betrügerei, Bescheißerei, irgendwas zu kaufen, trotzdem Twitch-Partner zu werden und alles zu erreichen, was ich mir teilweise nicht mal so erträumt hätte in der Zeit. Also das Projekt Streaming, das habe ich ja auf eine viel längere, also Twitch-Partner, da habe ich eigentlich schon so 3-4 Jahre schon damit gerechnet eigentlich. Das ging ja eh super schnell, also bin ich eh mega dankbar. Aber das ist ja nochmal eine andere Sache. Aber jedenfalls, wenn du halt reinkommst, und das wollte ich eigentlich sagen, wenn du halt in so einen Channel reinkommst und der hat viele Zuschauer und da passiert nichts und der Stream ist auch irgendwie kacke und das Mikro geht nicht richtig und der Greenscreen spinnt rum und niemand sagt es ihm halt, ja. Und dann weißt du halt einfach so, okay, also hier ist, was ist das hier? Und dann gehen die realen Zuschauer halt wieder, ja. Und du hast halt dann einfach faktisch halt kaum reale Zuschauer. Das heißt, das bringt dir halt auch nicht wirklich was. Also aber das ist eben, und bei den Instagram-Likes ist es vielleicht ein bisschen anders, weil da geht es ja wirklich dann eher, das kann man halt nicht so gut sehen, aber gut, wenn du sagst mit dem Teilen und Reacten, ja gut, das dann schon eher, ja klar. Ja, du kannst es aber halt dann, als Außenstehender kannst du es nicht sehen, aber du kannst es natürlich dann in den Insights als Kanalbetreiber kannst du es sehen.
Und da lassen sich ja die Leute heute auch nicht mehr verarschen, sondern sagen danach, okay, cool, vielen Dank für die Kampagne, zeig mir bitte die Insights. Und wenn das dann halt, das ist gut. wenn du es nicht machst, dann sagen sie wahrscheinlich, okay, dann machen wir halt nicht mehr was. Ja. Wenn du dann aber auch daraus sehen kannst, okay, das hat gar nicht funktioniert, dann kriegst du im Zweifel von dem auch nicht nochmal ein Angebot. Der Kunde oder der Markt hängt da immer so ein bisschen hinterher, aber ich glaube, so langsam wird die da auch schlauer. Ja, das hoffentlich. Ich finde es übrigens auch sehr toll. Ich lese ja die ganze Zeit den Chat, aber weil Greifenberg und ich miteinander reden, ist es natürlich schwer, dann direkt auf den Chat einzugehen. Lese ganz oft, und das macht mich sehr froh, dass viele Leute bei mir, insbesondere bei Twitch, wegen Battlefield natürlich gelandet sind und dann Hand im Zweifel vielleicht sogar erstmal blöd fanden, aber mittlerweile eben gerne mögen. Mhm. Und ich sehe jetzt, wenn ich Battlefield streame, sind es immer tatsächlich dann noch mehr, wobei ich auch immer nur bei Gelegenheiten gestreamt habe, wo Battlefield dann auch wieder interessant war, also neuen Maps oder dieser Endlos-Stream, Lang-Stream zu Wake Island. Mhm. Aber dass eben Hand auch jetzt gerne mal auf 500 Zuschauer kommt. Und im Moment reden wir nur und haben wir 515 Zuschauer. Was hier kaum los? Hand kaputt. Nee, wir spielen noch gar nicht gleich noch ein bisschen. Ja, wir spielen jetzt gleich noch ein bisschen. Ja, wir werden jetzt auch nicht mehr allzu lange, glaube ich, reden, was uns beim Spielen lesen auch schon. Aber ich habe auch nebenbei im Chat auch so viel positives Feedback zu dem Talk heute Abend, dass mir das gefällt mir auch. Ich finde es schön. Also ich finde es auch schön, weil das sind halt so Momente, wo du halt auch merkst, so die Leute sind halt jetzt nicht nur wegen dem Spiel da oder so, sondern auch wegen dir als Person, ja. Und das ist halt cool. Das habe ich halt auch schon ein paar Mal gelesen. Und das macht einen wirklich auch froh. Man denkt, okay, das ist, geht jetzt. Und ich sehe es ja eben auch daran. Ne? Wir sitzen nur und labern blöd. Ist wirklich sehr schön. Wir machen ja sonst jetzt gar nichts. Ja. Und trotzdem interessiert es die Leute. Und ich lese es auch immer wieder. Ja, toller Talk und interessant und so weiter. Also das ist echt, ist super, ja. Nee, und dann ist es ja, hat sich ja das schon mal gelohnt. eine Frage ist auch des Öfteren noch gestellt worden. Wundert mich nicht, dass das Leute interessiert. Ich werde immer gefragt, was macht denn meine eigene Firma? Denn ich habe ja im Sommer letzten Jahres eine eigene Agentur aufgemacht und bin tatsächlich im Dezember wieder ausgestiegen. Irgendwer von euch wusste das vorhin schon, ein paar andere aber nicht. Ich habe dann gemerkt, das ist nicht so meins. Das war in der Konstellation der Partner, war das nicht so meins. Und ich bin viel gelöster und ich glaube auch erfolgreicher, wenn ich einfach alleine unterwegs bin. Und dieses Jahr fängt dahingehend auch schon wieder sehr gut an. Und ich habe nämlich gemerkt, also dieses wirklich von 9 bis 5 oder wann in einem Büro sitzen, tue ich mich mittlerweile sehr schwer. Also ich sitze sehr gern hier und wenn ich müde bin, lege ich mich nebenan ein bisschen hin oder da auf diese Couch. Und jetzt, wo ich wieder mein eigener Chef bin, streame ich ja auch wieder mehr und merke eben auch, das ist wirklich sehr angenehm zu wissen, dass man sich das alles so einteilen kann, wie es eben gerade passt. Also ich habe, Pazuzu sagt schon, Agentur ist Tretmühle und unpersönlich. Und das sollte es eben bei mir gerade nicht sein. Und jetzt mache ich eben weiterhin meine persönliche Kundenbetreuung, in Anführungsstrichen, wird also jetzt demnächst ein YouTube-Format machen, was gesponsert sein wird. Hat erstmal gar nichts mit Gaming zu tun, aber das wird, wenn es denn alles so funktioniert, wird so eine was Doku-artiges. Trotzdem kann ich mir da natürlich, kann ich mir dann selber einteilen, okay, wie viel Zeit investiere ich jetzt da rein und wie viel Zeit investiere ich jetzt ins Streamen. Und das ist sehr angenehm. Und das geht halt nicht, wenn man eine eigene Agentur hat. Beziehungsweise ich hätte dann sagen müssen, ich lasse die ganze YouTuberei und Twitcherei und die ganze Influencerei und mache jetzt nur noch, bin jetzt ein Agenturensohn. Aber das war nicht meins. Naja, gut, das ist ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, ehrlich gesagt. Allein schon so von 9 to 5, so dieser klassische Bürojob im Vergleich zur Selbstständigkeit, ja. Das ist schon ein Privileg, sage ich. Ich nenne das immer so ein bisschen Privileg, ja. Wenn man sowas erreicht, also das ist ja Wahnsinn. Voll. Also das ist absolute Privileg. Ja, das ist schon verrückt. Und da kann man sich, glaube ich, auch glücklich schätzen, ja. Wirklich, ja. Ja, absolut. Bin ich jeden Tag. Ich war auch bei der GameStar jeden Tag glücklich, als ich gemerkt habe, wow, ich kriege hier Geld für Dinge, die ich auch umsonst machen würde. Mhm.
bin gerade nach den Arbeitszeiten auch gefragt worden. Das war schon, das konnte schon mal sehr stressig auch sein, weil man ja auch immer so im Monatszyklus gearbeitet hat und Hefte fertig machen musste und dann kam irgendwie was auf den letzten Drücker noch rein und musste dann in der Nacht- und Nebelaktion noch irgendwie 10 Seiten über irgendwas schreiben. Mhm. Aber das war schon toll und da fühle ich mich wirklich auch jeden Tag gesegnet, wenn ich weiß, irgendwie die Freundin fragt so, was machst du heute? Und ich so, jo, ich spiele ein bisschen Hand und dann, ja, dann wollte ich noch ein Doom-Video schneiden und dann überlege ich mir noch den Namen für mein neues Format und das dann. Also, ja, du machst halt das, was du liebst und das ist halt, gibt dir den Spruch, ich weiß nicht, wer den gebracht hat, aber wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann muss man nie wieder arbeiten und das fühlt sich dann auch nicht so an, das fühlt sich halt dann auch nicht so an wie klassische Arbeit, ja. Das ist ja die alte Diskussion. Wobei ich manchmal, also bei Hand ist es schwierig, ich nehme Hand, eigentlich so oft es geht, nehme ich auch die Matches auf, weil man ja in diesem Spiel nie so richtig weiß, es könnte das perfekte Match sein. Ja. Ich hatte ja neulich das perfekte Match und habe es auch kommentiert, aber hatte die Aufnahme nicht an. Ich hasse mich ja immer noch. aber es ist dann doch nochmal was anderes, zu sagen, okay, ich spiele jetzt einfach und habe keine Aufnahme laufen. Das mache ich dann aber im Falle von Hand, meistens, wenn ich dann Solo spiele und sage, okay, und diesmal erlaube ich mir auch einfach mal 5 Minuten nur im Gebüsch zu hocken. Ja. Im Let's Play oder im Stream wäre mir das zu langweilig. Aber wenn ich auch nicht reden muss, wenn ich die ganze Zeit durchreden muss, dann hocke ich jetzt einfach mal im Gebüsch und gucke mal, wie sich das ausspielt. Und das ist dann auch nochmal. Da kann man es ja dann auch zusammenschneiden, ne? Also ich nehme auch viel auf, so wenn ich jetzt Offstream spiele, ich nehme auch viele Runden auf. Wie immer natürlich die besten Runden natürlich meistens nicht. Weil manchmal, man nimmt ja ganz oft bescheuerte Runden auf, dann muss man sie wieder löschen und dann nimmt man eine nicht auf und da ist dann das supergeile Zeug dabei. Ich hatte es letztens auch, ich habe dann auch irgendwie gesagt am Anfang des Streams, ich muss euch jetzt die Quickplay-Runde noch schnell zeigen. Die war so geil. Und dann habe ich das schnell abgespielt. Aber ich schneide halt nie was zusammen, weil ich habe halt mein YouTube-Content ist ja beschränkt sich ja komplett auf die Best-ofs und so weiter. Oder jetzt das mit dem Community-Treffen, wo wir gemacht haben letztes Jahr, haben wir auch ein bisschen was zusammengeschnitten. Aber das ist ja alles nicht so, ist ja kein richtiger YouTube-Kanal. Im Endeffekt ist es bloß so eine Auslagerung von den Best-ofs, weil früher war das so. Erstens mal waren die Ladezeiten viel länger bei Hand und auch die Matchmaking-Zeiten. Ja. Und da war es wirklich so richtig angenehm, sagen zu können, okay Leute, Best-of, ich gehe mal kurz aufs Klo und dann geht's weiter. Dann hast du einfach mal so 3 Minuten, es läuft was, es passiert was. Und nicht du sitzt so da und guckst bloß blöd in die Kamera. Und gerade wenn du halt 30 Zuschauer hast, dann ist auch nicht ständig Party im Chat. Da kannst du auch nicht ständig reden. Das heißt, irgendwann gehen dir halt auch die Themen aus mit dem Spielpartner. Und dann gibt es halt schon so, sitzt man halt schon mal da. Und da hält sich halt zum dritten Mal über die Winfield. Also das ist halt so. Naja, aber das ist jetzt mittlerweile braucht man es nicht mehr. Ja. Gott sei Dank. Zum Abschluss dann vielleicht noch, denn Captain Calvin Cat sagt auch gerade, er würde gerne sein Hobby und zwar Schreiben zum Beruf machen. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie kriegt man denn das hin, sein Hobby so zum Beruf zu machen? Ich glaube, die Zeiten waren selten besser, wenn man so kreative Berufe vor Augen hat, das einfach mal nebenher irgendwie zu probieren, weil man sich ja mittlerweile über das Internet immer selber publishen kann praktisch. Du brauchst ja keinen mehr, der dich als Redakteur irgendwo einstellt, damit du irgendwie coole Texte schreiben kannst. Du kannst sie auch erstmal selber schreiben und irgendwo in einen Blog hauen. Klar, du musst immer noch irgendwas machen, womit du Miete zahlen kannst. Aber das war ja bei mir auch so. Ist ja, du fängst ja eigentlich nebenher erst an. So, du fängst mit irgendwas an. Und dann siehst du ja, wie es entwickelt, genau. Ja. Und dann musst du dich vielleicht irgendwann entscheiden, und so ist es ja meistens bei Streamern und YouTubern, schmeiße ich jetzt den Job weg, der richtig bezahlt wird, und konzentriere mich ganz auf YouTube oder Twitch. Denn nur wenn du dich dann ganz auf YouTube oder Twitch konzentrierst, kann das natürlich auch ein Vollzeitjob werden. Also so als Hobby nebenher. Also ich glaube, und ich habe es ja auch gemerkt, als ich jetzt diesen langen Battlefield-Stream gemacht habe, da sind dann schlagartig hinten dran doch einige Abonnenten und regelmäßige Zuschauer hängen geblieben, was ich sehr interessant und natürlich auch sehr toll fand. Wenn ich das jetzt jeden Tag machen würde oder jeden zweiten, sagen wir, ich streame einfach jeden Tag 8 Stunden, so wie, als würde ich im Büro sitzen, dann würde ich ja, glaube ich, automatisch, möchte ich behaupten, wenn ich auch ein bisschen Spieleabwechslung reinbringe, automatisch so viele Abonnenten oder Zuschauer kriegen, dass es irgendwann, und wenn es nach einem Jahr ist,
so viele sind, dass ich sagen kann, cool, jetzt zahlt es auch Miete. Mhm. Und der Punkt ist dann halt immer der kritische. Wo du sagen musst, okay, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt den festen Job oder mache ich dieses Hobby, was dann aber, wenn ich es als festen Job machen würde, zum festen Job werden könnte. Ja, den ja. Punkt hatte ich ja damals auch, hatte ich ja auch mit der selbst, mit meiner, als ich bei Studio 71 aufgehört habe. Weil es genau das war, ich merkte, ey, die YouTuberei macht mir Spaß. Ab und zu bezahlen mich jetzt auch mal Leute für Influence-Gedönse, aber ich habe halt noch den Studio 71-Job. Eins von beiden muss gehen, sonst geht das alles nicht auf. Und da habe ich ja gesagt, naja, dann probiere ich das jetzt wirklich mal Vollzeit YouTube zu machen. Was, bei mir hat es funktioniert. Was glaube ich auch noch wichtig ist, also zumindest, also ich mache das ja jetzt so, bei mir ist es ja auch ganz schön gewachsen. Also ich bin ja jetzt, ich habe ja das als Kleingewerbe angemeldet gehabt. Und dann hat die Steuerberaterin zu mir gesagt, ja, also ab nächstes Jahr geht es nicht mehr mit dem Kleingewerbe, sind sie drüber. Ja, und dann, das bringt natürlich jetzt auch super Vorteile mit. Also mache ich das jetzt auch so ein bisschen schrittweise. Als erstes werde ich mal meine Frau eben anstellen auf 450-Euro-Basis. Die arbeitet momentan bei einer anderen Sache noch. Und das ist halt jetzt, also wenn jetzt diese Abonnentenzahlen so die nächsten 3, 4, 5 Monate so bleiben, dann werde ich den Schritt machen. Dann wenn wir das als erstes machen, das hat auch steuerliche Vorteile dann. Und wenn das wirklich so, sage ich mal, weitergeht, dann kann man da natürlich, dann muss man halt mal gucken, was die Zukunft so bringt in ein paar Jahren bei mir auch. Und es ist halt so, ich sehe das halt immer so, deswegen mache ich mittlerweile auch Abwechslung. Also erstens mal denke ich mal, ist es auch ganz, ganz wichtig für einen selber, weil wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, nur ein einziges Spiel spielt, ich habe da auch was beobachtet bei jemandem, der hat immer nur PUBG gespielt, war da auch sehr erfolgreich und egal was der jetzt anderes spielt, da geht gar nichts, also im Vergleich dazu geht gar nichts und das heißt, er muss dieses Spiel immer wieder spielen und das ist natürlich eine schlechte Voraussetzung, weil dann hast du nämlich das Problem, wenn das Spiel irgendwann mal nicht mehr läuft, also auch zuschauerzahlmäßig, dann hast du auf einmal ein Problem und dann musst du es auch noch spielen und dann fühlt es sich halt wiederum wie Arbeit an. Das ist halt schlecht. Aber ich denke mal, so, ich meine, in deiner Position, wie gesagt, du hast ja immer ein paar Spiele und da werden immer Leute zuschauen und dann kann man sich auch wieder eine Stammzuschauerschaft aufbauen. Hast du ja jetzt bei Hunt Jordan bei dir gesehen, du hast ja jetzt irgendwie, wie du schon vorhin gesagt hast, also jetzt hast du ja quasi da die Zahlen, die du am Anfang bei Battlefield hattest, so ungefähr. Ja, ja. Also von daher, eben. Das ist wirklich sehr toll. Und ich sehe, ihr habt heute tatsächlich meinen Abonnentenrekord gebrochen. Der war bislang bei 812, jetzt sind es 817. Gratulation. Vielen Dank. Das ist sehr nice. Ja, so. Wunderbar. Dann spielen wir jetzt noch, oder? Weil sonst wird es zu spät. Ja, sonst wird es zu spät, glaube ich. Genau. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt habe ich natürlich hier mal. Muss ich meine Kamera wieder zurückbasteln? Ja, ja.